Herzlich willkommen. Es ist wieder ziemlich genau 17 Uhr, diesmal aber am Donnerstag. So, heute laufen wir nicht Gefahr, mit der Sportschau in Konflikt zu kommen. Ich begrüße Sie alle da draußen, sowohl hier im Zoom-Raum als auch im YouTube, zu unserem zweiten Symposium des WHNs, World Health Networks, zum Thema Long-Covid und den Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion. Heute wird es ein bisschen mehr um das Gehirn, die Nerven und die Psychologie gehen. Mein Name ist Matthias Schneider. Ich bin Physiker und forsche rund um das Gebiet Lebenswissenschaften. Und ich habe das Programm mit Vincent Brunsch und Dr. Jörg Danzer, die hier im Hintergrund ganz viel machen, zusammengestellt. Dafür nochmal ganz explizit danke an die beiden. Geht auch gleich los, nur ganz kurz der Ablauf. Die ganze Veranstaltung soll zwar auch aufklärend sein, aber hat einen starken wissenschaftlichen Charakter. Das heißt, im Mittelpunkt stehen wirklich die Vorträge, in denen die Vortragenden auch ausreichend Zeit haben sollen. Das sind so rund 40 Minuten heute, ihren Gedankengang mal komplett und ohne Unterbrechung vorzustellen. Also anders als in einem Interview oder einem Podcast sollen uns hier heute die Sprecher sollen uns durch das Thema durchführen. Nichtsdestotrotz können Sie auch Fragen stellen. Das können Sie allerdings nur, wenn Sie im Zoom-Raum sind. Das geht auf YouTube leider nicht, aufgrund der Masse. Die Fragen müssen Sie schriftlich formulieren. Da unten kommt gleich ein Link, wo Sie das tun. Das ist ein Google-Doc. Und da können Sie die Frage reinschreiben und wir geben die dann an die Vortragenden direkt nach dem Vortrag weiter. Ja, das war's. Ab und zu mal in den Chat gucken. Da kommt immer wieder mal ein Link und vielleicht noch ein Hinweis. Wenn irgendwas nicht geht, finden Sie dort ein Update. Dann können wir auch schon loslegen. Wir fangen an mit Herrn Dr. Stengel. Herr Dr. Stengel ist Neurologe in Wien und hat sich im Laufe seiner Karriere zunehmend mit der ME-CSF-Erkrankung und den damit verbundenen Problemen beschäftigt. Ist einer der zentralen Figuren in Österreich und lehrt unermüdlich zum Thema Long-Covid in der Verbindung zwischen Long-Covid und ME-CSF auf. Versucht Aufmerksamkeit zu schaffen, wenn immer die Möglichkeit bietet, macht er, finde ich, ganz ausgezeichnet. Deswegen sind wir sehr froh, dass Herr Dr. Stengel heute bei uns zu Gast ist und wir freuen uns riesig auf Ihren Vortrag. Herr Dr. Stengel, Bühne und Bildschirm geht an Sie. Super. Vielen Dank für diese netten Worte. Ich versuche jetzt mal kurz das freizugeben. So, ich hoffe, Sie sehen es jetzt. Ist es sichtbar? Perfekt. Ja, wunderbar. Also, Dankeschön. Also, wie schon netterweise erwähnt, ich bin Neurologe, niedergelassener Neurologe. Also insofern, Sie können jetzt einen eher auf die Praxis bezogenen Vortrag erwarten, weil ich leider nur sehr, sehr peripher forschend tätig bin in Zusammenarbeit mit einer Kollegin von der Immunologie im AKH. Ich habe mich, wie auch erwähnt wurde, schon verhältnismäßig lange vor der Pandemie mit ME/CFS beschäftigt, was ja von der klinischen Präsentation sehr ähnlich ist. Wie ich auch versuchen werde, das ein bisschen rauszuarbeiten. Long-Covid war dann insofern wahrscheinlich wie für die meisten, die diese Form von postviralen Syndromen kennen, keine wirklich große Überraschung. Und man hatte auch einen gewissen Startvorteil, klarerweise, weil einfach zumindest die paar Dinge, die man machen kann, halt dann relativ rasch praxisbezogen umzusetzen waren. Man lernt natürlich laufend dazu. Mein Fokus sollen jetzt eher so neurologische Aspekte sein, eben die Dysautonomie, die Smoral-Fibro-Neuropathie und auch kognitive Symptome. Es ist halt, klarerweise wird es nicht so ganz in die Tiefe gehen, mir wurde gesagt, es richtet sich eher auch so, sollte allgemein verständlich sein. Ich versuche, wie Sie vermutlich auch wissen, sehr viel von dem, was ich so auch laufend dazulerne, durch Lesen von Studien und so weiter, auch auf Twitter zu teilen. Also da finden Sie sicher wesentlich auch noch einige zusätzliche Informationen. Ich habe einige Vorträge gehalten, das sind meine Disclosures. Ich beginne bei diesen Vorträgen immer mit dieser Frage, was ist Long-Covid eigentlich? Weil ich glaube, wir wissen alle, wir haben eine sehr verwirrende Nomenklatur, wo es Long-Covid, Post-Covid, diverse andere Bezeichnungen für diese Folgen einer akuten Corona-Infektion gibt, wo Long-Covid letztendlich dadurch definiert ist, dass es 4 Wochen nach Beginn der akuten Infektion nach wie vor vorhanden ist. Es gibt nach wie vor keine Definition, keine, die jetzt wirklich klar sagt, von was wir da eigentlich reden. Es gibt diese Konsensus der WHO, wo letztendlich drei Hauptsymptome vorgeschlagen werden: Fatigue, also Erschöpfung, Kurzatmigkeit und kognitive Dysfunktion. Also ist ja relativ unspezifisch und ich suche das dann immer zu illustrieren, die Problematik, dass Fatigue auch nicht gleich Fatigue ist, was gerade bei ME/CFS eine riesengroße Rolle spielt, weil diese Art von Erschöpfung ja komplett was anderes ist, als das, was man zu so langläufig unter Fatigue bezeichnet. Oder, das habe ich jetzt falsch gemacht.
Viele Symptome, die bei Long-Covid auftreten, auch Kopfschmerzen, schlechter Schlaf, klarerweise auch komplett unabhängig von Corona auftreten können. Und deswegen illustriere ich das immer mit Beispielen. Beispiel Nummer eins ist eine Frau Mitte 50. Also das sind alles Beispiele aus meiner Praxis. Ich sehe halt viele Leute, die mit der Fragestellung Long-Covid kommen. Es ist nicht immer Long-Covid, muss man ganz ehrlich sagen. Oder dazu zu sagen, ich hatte jetzt auch einen Herrn, der kam mit Nackenschmerzen und Kopfschmerzen mit der Fragestellung Long-Covid. Das war ein Zervikalsyndrom aufgrund von Homeoffice und Bettlägerigkeit in der Akutphase. Das ist natürlich eben das genaue Problem, dass da sowas dann auch unter Long-Covid läuft manchmal. Das konkret trifft diese Sache schon eher. Eine Frau Mitte 50, die einen schwereren Verlauf hatte, der gerade noch zu Hause auskuriert wurde, weil sie einfach nicht ins Krankenhaus wollte, die bettlägerig war für 5 Wochen, die danach nicht auf Rehabilitation gefahren ist und die auch dann sofort im Homeoffice begonnen hat, wieder zu arbeiten, aufgrund der generellen Corona-Maßnahmen und Angst einer neuerlichen Infektion auch sehr wenig Freizeitaktivität durchgeführt hat. Wie ich sie dann ein Jahr später gesehen habe, fühlt sie sich anhaltend müde und erschöpft, Fatigue. Ist die Konzentration schlechter als früher, sie ermüdet leichter bei der Arbeit, wobei eben ein Arbeitstag von bis zu 10 Stunden trotzdem möglich ist, halt mühsamer als vorher und sie kommt beim Stiegensteigen leichter außer Atem als früher. Sie hat letztendlich alle 3 von der WHO geforderten Symptome. Der wichtige Aspekt bei ihrer Form der Erschöpfung, und das ist halt immer das Wichtige, was ich versuche herauszuarbeiten, wenn sie sich kurz hinsetzt, dann wird diese Erschöpfung besser. Und der zweite wichtige Aspekt, wenn sie sich überanstrengt, kommt es nicht zu einer tagelangen Verschlechterung der Symptome. In Ihrem Fall ist vermutlich der Grund für diese Fatigue, dass sie eine schwerere Erkrankung mit Bettlägerigkeit hatte und einfach auch mit den Folgen, wo sie sehr wenig gemacht hat, dann einfach eine Dekonditionierung eingetreten ist. Das ist halt die Frage, ist das Long-Covid? Beispiel Nummer 2, eine junge Dame Mitte 20, ein sehr leichter Verlauf, Fieber, Husten, problemlos auskuriert. Danach auch vermehrte Erschöpfung. In Ihren Worten, sie kann sich zu nichts aufraffen, es fehlt der Antrieb. Konzentration ist schlechter als früher, es kommt zu Gedankenkreisen und sie hat immer eine innere Unruhe, Anspannung, Beklemmungsgefühl, Gefühl der Atemnot. Letztendlich auch sie erfüllt alle 3 Symptome, Fatigue, kognitive Probleme, Atemprobleme. Hier ist wichtig, es steht ein Problem mit dem Antrieb im Vordergrund, das, was als Erschöpfung in dem Fall bezeichnet wird. Sie kann sich halt oft zu Dingen nicht aufraffen. Und der zweite Aspekt ist, wenn sie sich dann doch irgendwie aufraffen kann, dann geht es aber besser, nachdem sie was gemacht hat. Vermutlich in dem Fall eine Depression, hat sich dann bestätigt, wurde gut behandelt, ging ihr dann wesentlich besser mit der richtigen Therapie, aber es ist halt natürlich die Frage, ist das Long-Covid? Und dann Beispiel Nummer 3, und Sie sehen schon, in welche Richtung das gehen wird mit diesem Beispiel, ebenfalls eine junge Frau Mitte 20, die ebenfalls einen verhältnismäßig leichten Verlauf hatte, die dann nach Abklingen der Symptome einen sehr deutlichen Leistungsknick beschrieben hat, wo keine 2 Stockwerke mehr möglich waren beim Stiegensteigen, weil sie sonst außer Atem gekommen ist. Und konnte keine 10 Minuten mehr Hausarbeit machen, kommt rasch aus der Atem, muss sich hinlegen. Sie kann sich maximal 10 Minuten auf Dinge konzentrieren, die recht banal erscheinen, wie Gespräche, Fernsehen und so weiter. Und wenn sie die Grenzen überschreitet, kommt es zu einer tagelangen Verschlechterung der Symptomatik mit Krankheitsgefühl, Schmerzen und so weiter. Sie hat sehr deutliche Kreislaufprobleme, warum das relevant ist, werde ich noch erwähnen. Und in Ihrem Fall ist der Aspekt der Erschöpfung, dass sie, wenn sie 2 Stockwerke raufgeht oder wenn sie einfach wesentlich mehr gemacht hat im Alltag und sich dann ausgerastet hat, dass diese Erschöpfung auf Ruhe nicht wirklich besser geworden ist, zumindest nicht in einem zeitlichen Rahmen, wo man erwarten würde, dass das passiert. Und der zweite wichtige Punkt ist, wenn sie sich deutlich überanstrengt hat, ist es zu einer wesentlichen Verschlechterung des Zustandes gekommen. In Ihrem Fall stehen Probleme der Kreislaufregulation, Dysautonomie und eben vermutlich entzündliche Prozesse im Vordergrund, ist das Long-Covid. Letztendlich erfüllen alle 3 Patientinnen in dem Fall die Kriterien der WHO, Fatigue, Atemnot und kognitive Probleme, aber letztendlich sind die Ursachen komplett andere, was eine andere Therapie notwendig macht. Deswegen braucht man klarerweise, bevor man von Long-Covid spricht, letztendlich eine bessere Klassifikation der Subtypen, was in der letzten Zeit immer mehr passiert ist. Und ich nur als exemplarisch jetzt ein Vorschlag aus einer Arbeit, die ich ganz gut finde, weil sie eben neben diesen Organschäden, jetzt zum Beispiel an der Lunge und so weiter, auch explizit ME/CFS und POTS, das sogenannte postorale orthostatische Tachykardie-Syndrom, als Subgruppe erwähnt. Ja. Und das sind diese 2 Dinge, die letztendlich das sind, wo ich mich damit beschäftige. Das ist, wenn ich jetzt von Long-Covid rede, dann spreche ich im Normalfall von diesen beiden Typen von Long-Covid. Wahrscheinlich die meisten, die sich das anhören, wissen, was ME/CFS ist. Ich werde auch nicht müde, das ständig im Kontext von Long-Covid zu erwähnen. Man kriegt es schnell mit. Das ist das myalgische Enzephalomyelitis, Chronic Fatigue Syndrome, G93.3 ist der WHO-Code laut ICD.
das ganze Krankheitsbild der Neurologie zuordnet. Ich bin ein Neurologe, ich habe bis zu meiner zufälligen Beschäftigung mit dem Thema überhaupt keine Berührungspunkte mit ME/CFS gehabt, wie die meisten Neurologinnen und Neurologen. Es gehört zur Neurologie, die Neurologie ist es relativ egal. Es ist momentan, und das ist ein großes Problem, nach wie vor eine klinische Diagnose, wo es unterschiedliche Diagnosekriterien gibt. Als Beispiel jetzt die von Institutes of Medicine, das ist eine Institution aus den USA, die letztendlich verlangen, dass über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten eine deutliche Einschränkung der Leistungsfähigkeit sowohl kognitiv als auch körperlich vorhanden ist, die eben keine andere Erklärung hat und nicht auf Ruhe besser wird. Wo es zur sogenannten Post-Exertional Malaise kommt, die ich noch ein bisschen näher erläutern werde, bevor die Frau Grande dann wesentlich mehr ins Detail geht, wo der Schlaf nicht erholsam ist und wo entweder und oder kognitive Probleme oder orthostatische Probleme vorhanden sind. Es gibt da ganz andere Diagnosekriterien auch, zum Beispiel die kanadischen Konsensuskriterien, die wesentlich ausführlicher sind, aber das ist nur so orientierend, wovon man generell spricht, wenn man von ME/CFS spricht. Kardinalsymptom ist eben diese Post-Exertional Malaise, die letztendlich dadurch definiert ist, dass sich der Zustand nach Überanstrengung und wo diese Überanstrengung stattfindet, diese Grenzen sind halt individuell unterschiedlich verschlechtert, dass das teilweise sofort eintritt, aber teilweise auch mit einer Verzögerung, was es dann oft schwierig macht für die Leute genau zu erkennen, was jetzt eigentlich zu viel war. Für mindestens 14 Stunden per Definition anhaltet, aber teilweise auch für Tage und Wochen anhalten kann. Und eben auch in dieser Untergruppe von Menschen mit ME/CFS häufig vorkommt. Das ist wichtig, das war von Anfang an klar, von Long-Covid, das war von Anfang an klar, wenn man mit diesen Leuten gesprochen hat, dass diese Belastungsintoleranz ein Thema war, was natürlich auch für viele Leute Rehabilitation teilweise sehr problematisch gemacht hat, bis dann halt zunehmend auch in Rehabilitationskliniken aufgefallen ist, dass es für manche Betroffene mit Long-Covid nicht besonders sinnvoll ist, die jetzt klassisch rehabilitativ auf ein Ergometer zu setzen oder Ausdauertraining machen zu lassen. Und es unterscheidet sich eben von normaler Fatigue. Und das ist eben das Problem auch dieser Begrifflichkeit, wenn man vom chronischen Erschöpfungssyndrom spricht. Ja, ich meine, ich habe 4 Kinder, ich arbeite viel, ich bin regelmäßig erschöpft. Aber wenn ich irgendwann einmal zukommen würde, ausreichend zu schlafen, wäre diese Erschöpfung besser. Und das ist nicht diese Erschöpfung, die Leute mit diesem Untertyp von Long-Covid haben. Das ist nicht diese Art von Erschöpfung, die Leute mit ME/CFS haben. Und es wird aber beides irgendwie gleich bezeichnet. Und ich glaube, das führt zu diesem großen Verständnisproblem, wo es dann oft auch irgendwie herabgespielt wird, ist ein verharmlosender Begriff am Ende des Tages. Ja. Dass diese Erschöpfung, die Leute mit ME/CFS berichten oder auch mit diesem Untertyp von Long-Covid hat mit dieser langläufigen Erschöpfung einer anstrengenden Arbeitswoche oder Kinderbetreuung oder was auch immer nichts zu tun. Es ist natürlich immer die Frage, wie groß sind diese Risiken, dass man ME/CFS entwickelt, wenn man Long-Covid hat. Es ist durchaus so, dass es bei vielen Leuten besser wird. Ich glaube, das ist klar, das kennt man auch von anderen Formen der postviralen Fatigue. Es gibt halt eine gewisse Untergruppe von Leuten, wo deutliche Probleme bestehen bleiben. Es gab da unterschiedliche Studien, wo man auch mit Kontrollgruppe sieht, dass Leute mit Long-Covid auch nach einem Jahr durchaus noch wesentlich deutlicher beeinträchtigt sind in ihrer Alltagsfunktion und von den Symptomen her. Es gab auch eine Studie, die sicher einen Bias hat, weil sie kam aus einer Rehabilitationseinrichtung, wo nach 7 Monaten 40% der Leute mit Long-Covid reduzierte Arbeitsstunden hatten oder gar nicht arbeitsfähig waren. Und es gab auch eine Studie, die gezeigt hat, dass nach 6 Monaten ca. 50% der Leute mit Long-Covid auch die Diagnosekriterien für ME/CFS erfüllen. Also wie hoch genau das Risiko wirklich ist, ist momentan noch nicht bekannt. Aber es ist auch jetzt meine Erfahrung nach mittlerweile fast 3 Jahren Pandemie, dass es genug Leute gibt im Verlauf der Zeit, die Diagnosekriterien für ME/CFS definitiv erfüllen. Und wo halt entsprechend auch die Behandlung leider genauso schwierig ist, wenn nicht teilweise auch unmöglich wie bei ME/CFS. Und damit bin ich schon bei dem Punkt, über den ich eigentlich reden sollte. Es geht jetzt mal um diese Dysautonomie. Da nur ganz kurz. Dysautonomie bezeichnet eine Fehlfunktion des autonomen Nervensystems. Das autonome Nervensystem ist der Teil vom Nervensystem, vom peripheren Nervensystem, der die körperlichen Vorgänge regelt, die nicht willentlich beeinflussbar sind. Zum Beispiel den Kreislauf oder die Blasenfunktion oder das Schwitzen oder die Atemfunktion und so weiter. Alles das, was Sie nicht oder nur sehr im geringen Ausmaß beeinflussen können durch jetzt rationale Entscheidung, das ist das autonome Nervensystem. Es hat 3 Anteile, den Sympathikus, Fight or Flight, also alles das, was Sie benötigen quasi, wenn Sie im Wald einen Säbelzahntiger treffen oder wenn Sie Stress haben, wo einfach der Körper aktiviert wird und in eine Abwehr- oder Fluchtreaktion kommt.
Der Parasympathikus, Rest and Digest, der eben dann aktiv wird, wenn sie in Entspannung kommen, wo dann eben Verdauungsfunktionen und so weiter angekurbelt werden. Das ist natürlich jetzt nicht entweder oder, es ist nicht ein Schalter, wo man den Sympathikus einschaltet und den Parasympathikus ausschaltet. Es ist vermutlich eher besser, eine Analogie zu haben, so wie Yin und Yang. Also es ist nie der eine nur da und der andere komplett weg. Die beeinflussen sich gegenseitig und es ist kein entweder oder. Und dann das enterische Nervensystem, das die Funktion der Eingeweide des Verdauungstraktes steuert. Wenn da irgendwas passiert, wo das autonome Nervensystem eine Fehlfunktion hat, hat man typische Symptome wie Kreislaufprobleme, Schwindel, Benommenheit und so weiter, Verstopfung, teilweise auch Durchfall, gesteigertes Völlegefühl und so weiter, Probleme der Blasenentleerung, wo entweder Harn verliert oder die Blase nicht adäquat entleert werden kann oder auch einfach nur der Harn dran gesteigert ist. Ickersymptomatik, also trockene Schleimhäute, Augen, Mund und so weiter. Änderungen im Schwitzen, nur so als Beispiel. Also das sind solche typischen Symptome, die auftreten, wenn eine Dysautonomie eintritt. Die kommen auch bei Long-Covid vor. Was ich interessant finde, also mir war es nicht bewusst, dass das bisher so ausführlich angeschaut wurde, aber man weiß jetzt durch Covid, dass er sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dass es auch in der akuten Phase durchaus häufig vorkommt, dass viele der Symptome, die in der akuten Phase da sind, auch ein Problem der Dysautonomie sind. Es bildet sich oft wieder zurück. Es gab da so eine interessante Studie, die haben zum Entlassungszeitpunkt aus dem Krankenhaus Kipptisch oder Stellungstest gemacht und bei 65% der Leute gab es zu dem Entlassungszeitpunkt ein Problem der Kreislaufregulation. Und 2 Monate später waren es nur ungefähr 10%. Also das deckt sich auch ein bisschen mit dem, was jetzt von Long-Covid hört, dass es bei vielen Leuten eben 1-2 Monate Probleme macht, dann besser wird. Aber es gibt halt einen gewissen Prozentsatz von Leuten, was nicht besser wird. Und bei denen ist Dysautonomie oft ein großes Thema. Es wird eben nicht immer besser. Was macht man Diagnostik? Also ganz ehrlich, das Wichtigste ist die Anamnese. Man muss einfach mal nachfragen. Ja. Man muss fragen, und das ist halt das, mein Herangehen auch an die ganze Sache. Ich frage explizit, haben Sie trockene Augen, trockenen Mund? Haben Sie Veränderungen beim Schwitzen bemerkt? Haben Sie gesteigertes Völlegefühl bemerkt? Hat sich an der Verdauung irgendwas verändert? Haben Sie Probleme der Blasenentleerung und so weiter? Man kann, und das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich noch zukomme, eine Sache, wo das autonome Nervensystem halbwegs gut messbar ist, ist der sogenannte Schellong-Test, der die Kreislauffunktion evaluiert. Es gibt die Möglichkeit, das Schwitzen zum Beispiel mit Sudoscan zu evaluieren. Das ist natürlich eine Untersuchung, die jetzt nicht überall so leicht verfügbar ist, aber wo man zumindest ein verändertes Schwitzen objektivieren könnte. Es gibt einen relativ guten Fragebogen dazu, den Kompass 31. Man findet den, wenn man den googelt, der viele Aspekte der autonomen Dysfunktion evaluiert, den ich jetzt regelmäßig integriert habe in meine Arbeit, um auch zu dokumentieren, inwieweit eine Dysautonomie vorhanden ist. Das sind im Prinzip einmal so Dinge, die man mehr oder weniger leicht machen kann. Also Anamnese, Schellung, Test, Kompass 31 kann man immer machen. Sudoscan ist halt dann oft was Zentren vorbehalten ist. Also es gibt natürlich auch noch andere Formen der autonomen Funktionsdiagnostik, aber das ist jetzt im Kern einmal, dass das was verhältnismäßig leicht verfügbar ist. Ein wichtiger Punkt, was jetzt Dysautonomie betrifft, und da muss man auch aufpassen, Dysautonomie, es ist immer die Frage, ist orthostatische Intoleranz, also Probleme der Kreislaufregulation, immer automatisch Dysautonomie? Es ist immer eine Fehlfunktion des autonomen Nervensystems und das ist vermutlich nicht immer der Fall. Ja. Es fällt in diese Gruppe rein, aber es gibt auch genug Leute, die nur unter Anführungszeichen orthostatische Intoleranz haben und sonst eigentlich relativ wenige autonome Probleme. Es ist aber letztendlich diese Problematik der Kreislauffunktion sehr häufig, sowohl bei MECFS als auch bei Long-Covid. Typische Symptome sind Benommenheit bei orthostatischer Provokation, also wenn die Leute aufstehen oder auch länger sitzen, kommt es zu Schwindel, Benommenheit und so weiter. Dadurch ist auch Stehen und Sitzen beeinträchtigt. Die Leute können nicht lange stehen, Supermarktkasse, in der Dusche, in der Küche und so weiter, bei der Bushaltestelle, das wird unangenehm, man sucht sich die Möglichkeit hinzusetzen, aber auch längeres Sitzen ist unangenehm. Es kommt dann oft zu so Kribbeln in den Armen und Händen, die können sich teilweise verfärben, zu bläulich, rötlich und so weiter werden. Es kommt oft zu kalten Händen und Füßen, was damit zu tun hat, dass die Regulation der Temperatur über ähnliche Mechanismen gesteuert wird, wie dieses Kreislaufs über Weitstellen und Engstellen der Gefäße. Das kann dann zu kalten Händen und Füßen führen. Es kommt wiederholt zu Tachykardien, also richtig schnellem Herzschlag oder auch zu so Herzstolpern, Palpitationen. Es kommt oft, und auch das ist eine Sache, die man aktiv nachfragen kann, zu gesteigertem Durst oder gesteigertem Appetit auf salziges Essen, einfach deswegen, weil gesteigertes Volumen solche Symptome der Orthostase verbessern kann.
Und was auch interessant ist, auch da kann man nachfragen, bessere kognitive Funktionen im Liegen. Das ist, ich kenne Leute mit Kreislaufproblemen, die können im Stehen kaum einen Bankomaten bedienen, aber wenn sie sich hinlegen, dann können sie halbwegs gut lesen, sogar für eine gewisse Zeit. Und auch ein wichtiger Punkt, sehr häufig sind Kopfschmerzen oder solche Nackenschmerzen, Coathanger-Pain, also Kleiderbügelschmerz. Ist auch umgekehrt interessant, weil viele Leute, die mit Migräne zum Beispiel kommen, wenn man die fragt, das war mir auch früher nie so bewusst und jetzt frage ich das immer aktiv nach, die haben sehr oft Kreislaufprobleme, wo dann eine Therapie auch der Kreislaufprobleme die Migräne besser macht. 40% der Leute mit POTS haben laut einer Studie Migräne, das ist mehr als in der Normalbevölkerung. Also das sind Dinge, die da sind, wo man halt natürlich jetzt, bevor man Kopfschmerzen behandelt, auch einmal schauen sollte, ob man nicht vielleicht durch eine Behandlung des Kreislaufs vielleicht eh schon die Kopfschmerzfrequenz deutlich reduzieren kann. Man macht klassischerweise den Schellung-Test oder Nasalin-Test, kann man auch wunderbar zu Hause durchführen. Da gab's, war meine Praxis seit Jahren. Letztens gab es eine interessante kleine Studie, die das untersucht hat bei Leuten mit Parkinson, die sehr häufig orthostatische Hypotension haben, wo untersucht wurde, ist es äquivalent, wenn die Leute das zu Hause machen oder wenn man es in der Praxis macht und das war's. Also das bestätigt letztendlich das. Es ist leichter, einfach zu Hause zu machen. Weil er ist zwar simpel, aber dauert lang. Was der Grund ist vermutlich, warum man so, über so viele Jahrzehnte eigentlich, also jeder Student lernt das im Studium, aber man macht es dann einfach nie, weil wo haben sie 20 Minuten Zeit im Krankenhausalltag oder im Praxisalltag? Aber man kann den wunderbar zu Hause durchführen lassen. Vorher sollten die Leute wenig trinken, keine Medikamente nehmen, die den Blutdruck beeinflussen. Das sind eben nicht nur Antihypertensiva, sondern durchaus auch gewisse Psychopharmaka und so weiter. Man liegt dann für 10 Minuten, misst dann Blutdruck und Puls, man braucht Hilfe, also man sollte das mit Unterstützung machen und dann steht man auf, lehnt sich gegen die Wand und steht so für 10 Minuten da. In dieser Zeit wird, das ist zum Beispiel da, diese Anleitung, Sie haben dort unten den Link, beim Bateman Horn Center kann man sich die Anleitung runterladen. Wenn Sie Nasalin-Test googeln, dann finden Sie genau diesen Zettel, da ist ein Foto drauf, wo man sieht, wie man stehen sollte und auch eine Tabelle, wo man dann die Werte eintragen kann. In dieser Position steht man dann 10 Minuten. Es wird in dieser Phase jede Minute Blutdruck und Puls gemessen. Natürlich, wenn irgendwie bevor ein Kollaps eintritt, sollte man das abbrechen. Idealerweise davor nochmal Blutdruck messen, wenn es geht, aber letztendlich keinen Kollaps provozieren. Symptome notieren, die eventuell auftreten. Und dann sieht man oft sehr typische Dinge. Das eine ist die sogenannte orthostatische Hypotension, wo klassischerweise der Blutdruck oder definitionsweise der Blutdruck um 20 mm Quecksilber systolisch abfällt im Stehen. Wo typische orthostatische Symptome auftreten, das ist wichtig. Blutdruckabfall ohne Symptome, ja, von der Form her ist es dann keine orthostatische Hypotension. Und das schaut dann so aus, wo Sie hier sehen, dass der Blutdruck sich quasi im Stehen halbiert hat, was dann auch in dem Fall zu einem Abbruch geführt hat. Das ist eine klassische orthostatische Hypotension. Mehr oder weniger eine ähnliche Kerbe, aber eben nicht ganz ident, ist das sogenannte posturale orthostatische Tachykardiesyndrom, POTS genannt, wo es zu einem Anstieg der Herzfrequenz um mehr als 30 Schläge pro Minute im Stehen kommt, wo kein Blutdruckabfall passiert. In den meisten Fällen oder in vielen Fällen bleibt der Blutdruck stabil. In manchen Fällen steigt er deutlich an, was dann so als hyperadrenerges POTS bezeichnet wird manchmal. Und auch da wieder gefordert, dass orthostatische Symptome dabei sein müssen. Das würde dann so ausschauen, Sie sehen auch hier, innerhalb von kürzester Zeit ist der Puls massiv angestiegen, auch hier eben die typischen Symptome, Kribbeln, Übelkeit und musste dann auch abgebrochen werden. Das ist exemplarisch eben diese zwei Dinge, die man verhältnismäßig oft findet und die letztendlich deswegen auch wichtig sind, weil sie einen Ansatzpunkt für eine Therapie bieten. Es kommt dabei zu einem reduzierten Blutfluss ins Gehirn. Man kann sich das vorstellen wie ein Motor, der zu wenig Benzin bekommt. Der rennt dann halt nicht mehr ganz rund und genauso ist es da auch. Es fehlt dem Hirn dann letztendlich der Treibstoff und das führt zu kognitiven Problemen. Die korrelieren auch mit den orthostatischen Symptomen, diese kognitiven Probleme. Da gibt es durchaus Studien auch in diese Richtung. Und es ist interessant auch, dieser reduzierte Blutfluss, gab es bei MECFS eine Studie, der kann auch dann reduziert sein, wenn der Kipptisch überhaupt kein POTS oder keine orthostatische Hypotension ergibt. Deswegen relevant, wenn die Leute typische Symptome beschreiben, auch wenn jetzt diese Katerwerte nicht erfüllt sind, man sollte trotzdem dran denken, pragmatisch eine Therapie zu machen, ganz ehrlich. Mögliche Ursachen, und das geht jetzt sehr, würde zu sehr in die Tiefe gehen, deswegen ist es jetzt nur sehr oberflächlich, bestimmte Autoantikörper, die beschrieben wurden, sowohl für Long-Covid als auch für MECFS, als auch für POTS, eine Small-Fiber-Neuropathie, auf die ich gleich zu sprechen komme, also eine Erkrankung von bestimmten peripheren Nervenfasern, Fehlfunktionen des Endothels, also der Innenauskleidung der Gefäße, durchaus auch zentrale Mechanismen, so wie alles, hat auch das autonome Nervensystem übergeordnete Steuerzentren im Gehirn oder auch hormonelle Mechanismen, also Auslenkungen im beispielsweise Renin-Aldosteron-System. Das sind Dinge, die sich nicht exklusiv gegenseitig ausschließen, die können durchaus auch in Kombination vorkommen.
Es ist letztendlich auch bei POTS oder bei orthostatischer Intoleranz nicht immer so leicht zu sagen, was jetzt konkret eigentlich die Ursache ist, weswegen wir leider sehr oft hauptsächlich eine symptomatische Therapie machen müssen. Die werde ich natürlich jetzt nicht so im Detail erwähnen. Eine wichtige Sache, weil das eher ungefährlich ist, natürlich auch immer unter Abwägung von eventuellen Kontraindikationen, was man probieren kann, wenn solche Symptome da sind, sind nicht medikamentöse Dinge wie erhöhte Flüssigkeitszufuhr, erhöhte Salzzufuhr. Da muss man natürlich Probleme der Nierenfunktion und so weiter oder vorbestehenden Blutdruck beachten. Das sollte man nicht jetzt einfach wahllos machen, aber das sind Dinge, die man auch mit Hausärztin oder Hausarzt ansprechen kann. Langsames Aufstehen, da findest du sehr viele No-Nah-Sachen, ja. Stehen mit überkreuzten Beinen, hochlagernder Beine, auch bei kognitiver Tätigkeit ist für viele Leute, die dann im Büro arbeiten, oft hilfreich, die Füße hochzulagern, dann funktioniert es mit der Konzentration besser. Kompressionsstrümpfe zu tragen, was halt natürlich gerade im Sommer nicht ganz angenehm ist, da kann man auch kalte Fußbäder oder kaltes Abduschen der Füße machen. Was oft sehr hilfreich ist, mehrere kleinere, gut verdauliche Mahlzeiten, so Gemüse, Salate und so weiter, anstatt am Schweinsbraten klarerweise. Und Verzicht auf Kaffee und Alkohol. Das sind einmal recht simpel umzusetzende Dinge, die durchaus einen positiven Effekt haben können. Es gibt dann auch eine lange Latte von Medikamenten, die man verwenden kann, um das zu beeinflussen. In dem Link unten dieses Artikel listet das ganz gut auf. Man findet das auch im Internet, wenn man es danach sucht. Das ist von Medikamenten, die Herzrate beeinflussen, wie Beta-Blocker oder Ibuprofen, über Medikamente, die Rückflur von Flüssigkeit in der Niere beeinflussen, wie Fluorokortison, über Medikamente, die Gefäße enger stellen, wie Midodrin, gibt es da einiges. Es ist Trial and Error, aber es ist ein Hebel, den man hat, auch bei Long-Covid, um die Leistungsfähigkeit und damit die Leistungsgrenzen des Pacings positiv zu beeinflussen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt in der Therapie, immer zu schauen, wie kann ich den Kreislauf optimieren. Der zweite wichtige Punkt aus neurologischer Sicht ist die Small-Fiber-Neuropathie. Das ist eine Erkrankung von kleinen, dünnen, also entweder den dünnen myelinisierten A-Delta-Fasern oder unmyelinisierten C-Fasern. Myelin ist die Isolierschicht der Nerven und es gibt unterschiedliche Arten von Nervenfasern. Die dickeren Nervenfasern, die eben für die Motorik und für bestimmte Sensibilitätswahrnehmungen relevant sind und eben diese unmyelinisierten Fasern, das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, wenn man so schnell spricht wie ich, jetzt für Schmerzreize, Temperaturempfinden und auch eben die autonome Funktion relevant sind. Also es betrifft sensorische und/oder autonome Fasern. Es gibt sehr viele Ursachen, beispielsweise genetische Gründe. Diabetes ist ein häufiger Grund, Zöliakie ist auch nicht so ganz selten, Autoimmunreaktionen, beziehungsweise eben, und das ist der große Elefant im Raum bei der Smoll-Fiber-Neuropathie, in 50% der Fälle findet man keine Ursache, wobei. Das ist halt ein bisschen der Punkt dabei, wenn man dann nachfragt, das ist halt oft im Zusammenhang mit irgendeinem Infekt. Ja. Und es ist leider auch die Small-Fiber-Neuropathie ein bisschen schiefgehend, wo sich sehr wenige damit beschäftigen. Und insofern diese Tatsache, dass bei 50% die Ursache unklar ist, hat auch leider was damit zu tun, dass sehr wenig dazu geforscht wird, muss man ganz ehrlich sagen. Symptome der Neuropathie typischerweise, unter dem Aufhänger kennen es auch die meisten Neurologinnen und Neurologen, sind neuropathische Schmerzen. Das sind diese typischen Nervenschmerzen, die brennen, die sich wie ein Sonnenbrand anfühlen, die stechend, elektrisierend sind. Oft eben auch, und Sie sehen auch wieder diese Überschneidung zur Dysautonomie, veränderte Schwitzen, Veränderungen der Haut, veränderte Temperaturregulation, Kreislaufprobleme, Probleme der Blasenentleerung, Verstopfung, Völlegefühl, Schluckstörung, also alles das, was Sie von vorher von der Dysautonomie gehört haben, kommt auch klarerweise auch davor. Symptomatik und so weiter. Das kann, manchmal haben Leute Small-Fiber-Neuropathie nur unter Anführungszeichen mit Nervenschmerzen. Manchmal haben sie nur unter Anführungszeichen eine Dysautonomie. Oft ist auch eine Überschneidung von beiden Aspekten gegeben. Probleme der Akkommodation, also Scharfstellen und so weiter, wenn man jetzt irgendwas fokussieren mag oder Lichtempfindlichkeit. Leute brauchen oft eine Sonnenbrille auch bei normalen Lichtverhältnissen. Diagnostik auch da wieder Anamnese, einfach diese Symptome abfragen. Neurologische Status ist oft unauffällig, bis auf ein reduziertes Temperaturempfinden und/oder Schmerzempfinden. Das Temperaturempfinden muss man halt prüfen, das wird leider oft nicht gemacht. Also ich renne dann immer zum Gefrierfach und hole was Kaltes, um das zu testen. Das wird oft beeinträchtigt in Händen und Füßen. Es gibt auch einen Fragebogen, diesen SFN-SIQ, den ich auch regelmäßig mache, wo einfach Items abgefragt werden, die für Small-Fiber-Neuropathie relevant sind. Und wenn eine bestimmte Punktzahl erreicht ist, ist es hinweisen und sollte dazu führen, dass weiter abgeklärt wird. Man kann eine quantitativ-sensorische Testung machen, wo bestimmte Wahrnehmungsschwellen für sensorische Reize geprüft werden. Auch das ist leider jetzt nicht eine Untersuchung, die jetzt so überall verfügbar ist, auch wieder, weil sie aufwendig ist und so weiter, weil das Gerät teuer ist. Also ich mache das so gut wie, also ich hab's nicht, kann es nicht machen in der Ort, ich schicke auch so gut wie nie irgendwo hin, weil da gibt es einfach nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, das durchzuführen. Aber es ist prinzipiell interessant und wäre sicher in der Abklärung nicht blöd, wenn man das machen könnte.
und Hautbiopsie. Und das, auch das ist zumindest in Österreich oft der Flaschenhals, wird oft nicht gemacht. Da geht es darum festzustellen, es gibt Cut-off-Werte, die, also Gaußsche Verteilungskurve letztendlich, wo Perzentilen angegeben sind, wenn es in den untersten 5% drinnen ist, die Dichte der Nervenfasern in dieser Hautstanze, dann wäre es per Definition erstmal Fiberneuropathie. Das wird im Oberschenkel und im Unterschenkel gemacht und es gibt dann diesen Begriff der längenabhängigen Small Fiberneuropathie, die jetzt eher nur dann die Unterschenkel betrifft, oder die nicht längenabhängige, die sowohl Oberschenkel als auch Unterschenkel betrifft. Diese nicht längenabhängigen sind die, wo man halt so langläufig sagt, das ist eher dann diese autoimmune Richtung oder diese genetische Richtung. Aber wenn es nicht, auch wenn es längenabhängig ist, kann es trotzdem autoimmun sein letztendlich. Wir wissen das sehr viel nicht, ja. Aber formal ist es wichtig, sowohl aus dem Oberschenkel als auch dem Unterschenkel die Hautstanze zu entnehmen, dass man diesen Vergleich auch hat. Und es gibt auch bestimmte Autoantikörper, die beschrieben wurden, die man in Speziallabors bestimmen lassen kann. Ist halt immer die Frage, was die Konsequenz daraus ist. Aber auch da bestätigt sich halt dann doch dieser Verdacht oft, dass es eine autoimmune Ursache hat. Es kommt bei MECFS häufig vor. Es wurde auch bei Long-Covid beschrieben. Ich habe sowohl aus dem MECFS-Bereich als auch im Covid-Bereich genug Patientinnen und Patienten, wo das bestätigt wurde. Und das muss man auch dazu sagen, es kann auch als Nebenwirkung der Impfung, glaube ich, auftreten. Also das heißt, glaube ich, es gibt Case Reports und ich kenne Leute, wo glaubhaft ein Zusammenhang mit der Impfung besteht. Es ist klarerweise wesentlich seltener als jetzt bei Long-Covid und es ist sicher kein Grund, jetzt, warum man sagen sollte, man soll sich nicht impfen lassen, aber es ist halt eine von diesen Nebenwirkungen der Impfungen, die auftreten kann, die halt relativ gesehen selten sind, aber in Absolutzahlen, wenn so viele Leute geimpft werden, halt einfach auffallen. Und ich habe vereinzelt diese Leute auch gesehen, sollte genauso abgeklärt werden. Es ist klarerweise nie immer beweisbar, dass es jetzt wirklich die Impfung war, aber es ist halt bei manchen Leuten wirklich ein sehr eindeutiger zeitlicher Zusammenhang mit dem Auftreten der Symptome. Wie therapiert man es? Leider keine gesicherte Therapie. Es ist vorwiegend die symptomatische Therapie, die sich jetzt an auf die Schmerztherapie richtet, die Therapie des Kreislaufs, Therapie der Blasenfunktion, Therapie von Verstopfung und so weiter. Fragliche Rolle von immunmodulierender Therapie wie Immunglobulinen. Es gibt leider keine wirklich ganz klar aussagekräftigen Studien. Ein Grundproblem dabei bei diesen Studien aus meiner Sicht ist, dass diese Therapie oft zu kurz gegeben wurde. Wir kennen halt entzündliche Nervenerkrankungen wie Guillain-Barré-Syndrom oder die chronisch entzündliche demyelinisierende Polyneuropathie, CDP. Aufgrund der Klinik und der Tatsache, dass man sie mit der NLG messen kann, wird da die Diagnose halt verhältnismäßig früh gestellt, weswegen auch früher eine Therapie eingeleitet wird, die dann eine weitere Schädigung der Nerven stoppen soll und deren Regeneration wieder fördert. Das bei der Small-Fiber-Neuropathie erfolgt die Diagnose oft zu einem Zeitpunkt, wo einfach schon sehr viele Nerven geschädigt wurden. Die können sich prinzipiell regenerieren, aber natürlich, wenn man über 2 Monate die Immunglobuline gibt, die das nicht reparieren, sondern letztendlich nur die weitere Schädigung stoppen sollen, wird es halt einfach länger dauern. Und deswegen ist prinzipiell schon meine Meinung, und dass man es zumindest ein halbes Jahr lang geben sollte, bevor man jetzt irgendwie feststellt, ob es jetzt wirklich was bringt oder nicht. Ich kenne Leute, die auf Immunglobulin extrem gut profitiert haben. Ich kenne Leute, wo sich überhaupt nichts getan hat. Und das ist halt leider das große Problem, das wir momentan in der Therapie auch hier haben. Jetzt zum Abschluss, und ich hoffe, ich bin noch nicht zu sehr drüber, auch die neuropsychiatrischen Aspekte von Long-Covid. Ich glaube, auch da ist wichtig zu trennen. Es gibt halt kognitive Folgen von Covid-19, die irgendwie mit klassischen Schädigungen des Nervensystems zu erklären sind. Schlaganfall, intrazerebrale Blutung sind ja Dinge, die auftreten können. Zerebrale Hypoxie, also Sauerstoffmangel aufgrund einer schweren Pneumonie zum Beispiel, Enzephalopathien, die auftreten können, Enzephalitis, die auftreten können. Das sind alles Dinge, wo letztendlich, da kennen wir in der Neurologie das Spektrum, da kennen wir die Klinik. Das sind so klassische Schädigungen, die man einfach kennt, auch von anderen Auslösern. Es gibt klarerweise auch psychiatrische Erkrankungen, die im Gefolge von Covid auftreten können, sei es jetzt durch die Tatsache, dass das eine belastende Situation für viele Leute ist, sei es auch durch die Tatsache, dass Entzündung einfach auch psychiatrische Syndrome triggern kann. Angststörungen, Depressionen, Psychosen, wobei gerade bei Angststörungen sehr aufzupassen ist, das hat sehr große Überschneidungen von der klinischen Präsentation jetzt beispielsweise mit Dysautonomie, weil wenn sie irgendwie Herzrasen kriegen beim Aufstehen, ob das jetzt eine Panikattacke ist oder Dysautonomie, ist auf den ersten Blick nicht ganz klar. Das kann klarerweise auch Panikattacken triggern und es zahlt sich schon aus, in beide Richtungen ein offenes Auge zu haben. Aber es gibt dann halt eben auch diese Leute, wo das nicht dadurch erklärbar ist, die trotzdem sagen, sie haben Brain Fog, sie können sich nicht konzentrieren. Und letztendlich, das sind auch diese Dinge, die bei Long-Covid beschrieben wurden, wenn man neuropsychologische Untersuchungen macht, dass es Probleme der Aufmerksamkeit gibt, dass es Probleme des Kurzzeitgedächtnisses gibt, dass es Probleme der Konzentration gibt, dass es Probleme der Exekutivfunktionen gibt, also jetzt so Handlungsplanung, Handlungsausführung ist Exekutivfunktion. Eine Studie, die ich ganz interessant gefunden habe, die hat das an jungen Männern aus der englischen Armee untersucht und die hatten irgendwie so diese
Beschreibung, dass diese kognitiven Einschränkungen dem entsprechen, was man hat, wenn man leicht betrunken ist. Also wenn man gerade so an diesem Limit ist, was man noch haben darf, bevor man sich in ein Auto setzt. Ich finde es interessant, dass viele Leute das ja auch so beschreiben, ein Zustand wie leicht betrunken. Ja? Und insofern fand ich diese Bezeichnung dieser Studie ganz interessant, was halt natürlich weniger unter Anführungszeichen lustig klingt, ist, wenn die dann sagen, dass es quasi im Prinzip auch entspricht einer kognitiven Alterung von 10 Jahren. Und ich glaube, das bringt halt schon jetzt irgendwie zur Geltung, dass dieser Brain Fog, das, was ja auch auf den ersten Blick ein bisschen harmlos klingt, sehr beeinträchtigende kognitive Probleme sind. Sie werden sicher wesentlich mehr noch über die kognitive Seite nachher hören. Ich sehe es halt jetzt aus der klinischen Perspektive, das sind auch die Dinge, die mir die Leute so beschreiben. Interessanterweise deckt sich das sehr mit dem, was man von MECFS kennt, wo auch Aufmerksamkeit, kurzzeitige Konzentration, Reaktionszeit, Informationsverarbeitung und so weiter beeinträchtigt sind. Halt die Dinge, die man jetzt aus klinischer Sicht durchaus genauso beschreiben könnte, wie diese gesteigerte muskuläre Ermüdbarkeit, es geht dem Hirn der Saft aus. Das ist, so wie ich sehe, was zum Teil auch, wenn man zum Beispiel Orthostase therapiert oder Neuroinflammation versucht zu therapieren, oft auch besser wird, wo die Leute dann sagen, sie sind weniger reizempfindlich, sie können sich länger konzentrieren und so weiter. Und auch da gab es eine Studie, die ich halt ganz gut finde, wo gezeigt wurde, dass diese kognitiven Probleme bei Long-Covid, bei Chronic Fatigue Syndrome, bei MECFS jetzt nicht jetzt irgendwie mit Depressionen, wo sie klarerweise auch vorkommen können, auch mit Depressionen kann man Konzentrationsprobleme und so weiter haben, dass sie nicht damit korrelieren, sondern mit der autonomen Dysfunktion, was auch wichtig zu sagen ist. Und um Potsdam nochmal reinzubringen, auch da beschrieben Probleme der Aufmerksamkeit, Probleme des Kurzzeitgedächtnisses, Probleme der Konzentration. Also Sie sehen diese Überschneidungen von dem, was man in der neuropsychologischen Abklärung finden kann, von diesen drei Dingen, zeigt einfach diese großen Überlappungen. Potz hat halt natürlich auch ein bisschen, da gab es auch Studien, die das untersucht haben, zum Beispiel im Stehen. Ja, also wenn man die neuropsychologischen Tests im Sitzen und im Stehen macht, findet man Unterschiede, was ja auch zu dem passt, was die Leute einfach klinisch beschreiben. Was sind diese Ursachen für diese kognitive Dysfunktion? Also es ist einerseits natürlich orthostatische Intoleranz, also das ist auch ein behandelbarer Faktor, wo man da durchaus sieht in der Behandlung, dass die kognitive Problematik besser wird, wenn der Kreislauf stabiler ist. Neuroinflammation ist eine Sache, die aufgeworfen wurde, eben Aktivierung von Mikroglia zum Beispiel, keine Entzündung des Gehirns an sich, aber eben Aktivierung von bestimmten Immunzellen im Gehirn, Schädigung auch frontaler Hirnanteile, möglicherweise eine Überschneidung aus vielen Dingen. Wir wissen es letztendlich nicht genau, aber da bin ich auch schon sehr gespannt auf den Vortrag, der noch kommt. Ich bin kein Hirnforscher, ich sehe es von der klinischen Seite. Das sind halt die Dinge, die in der Literatur beschrieben wurden. Eine wichtige Frage auch noch, und dann bin ich schon fast am Schluss, ist Long-Covid psychosomatisch? Klarerweise gibt es psychologische Aspekte. Es ist immer die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Es ist, glaube ich, sehr verständlich, dass wenn man in seiner Leistungsfähigkeit so dermaßen beeinträchtigt ist, Existenzängste bekommt, Zukunftsängste bekommt, dass man dann psychisch auch sehr belastet ist. Das kann sich wechselseitig beeinflussen. Es gibt auch eine Wechselwirkung zwischen psychiatrischen oder eine Verbindung von psychiatrischen Problemen wie posttraumatischer Belastungsstörung und Dysautonomie oder autonomer Dysfunktion. Aber letztendlich geht es eben um die Frage, was ist die eigentliche Ursache? Man sollte auf beide Seiten keine Scheuklappen haben. Es gibt Leute, wo es primär ein psychologisches Problem ist, psychiatrisches Problem ist und das muss auch so behandelt werden, aber bei vielen Leuten ist es halt eher sekundär. Es gehört genauso begleitet, gehört genauso benannt, aber man muss halt einfach bei der Wahl der Therapie schon immer hinterfragen, was ist jetzt eigentlich der Grund. Es gab da diese viel berichtete, vor allem in diversen Zeitungen und Fernsehen berichtete Studie aus Deutschland, wo eben eine ausführliche neurologische Untersuchung gemacht wurde und dann gesagt wurde, 86% der Leute haben nichts in der neurologischen Abklärung und deswegen ist es psychosomatisch. Oder ist eine psychosomatische Beimengung sehr wahrscheinlich. Das Problem dieser Studie und die haben Small Fiber Neuropathie und Dysautonomie überhaupt nicht angeschaut. Also das ist, finde ich, jetzt eine Aussage, die man anhand der Studie definitiv nicht treffen kann. Es wäre interessant gewesen zu sehen, und es ist irgendwie schade, da wird eine Studie mit sehr viel Aufwand gemacht, ja, aber zwei wesentliche Aspekte nicht untersucht, wie viele von diesen Leuten, die nichts hatten, vielleicht im Endeffekt POTS gehabt haben oder orthostatische Hypotension oder Small Fiber Neuropathie. Das sind halt Dinge, die sich nach wie vor nicht weit genug herumgesprochen haben. Und auch eine zweite Studie, die vor kurzem publiziert war, wo eben angeschaut wurde, wie viele Leute mit Long-Covid subjektive kognitive Probleme beschreiben und wie viel davon objektiviert werden kann. Ja. Und die fanden, dass eben diese subjektiven Probleme nicht konsistent sind mit den objektiv erhobenen Befunden. Aber, und ich finde es auch wieder ein großes Aber, die haben letztendlich nur 2 neuropsychologische Tests durchgeführt. Ja. Ist halt immer die Frage, findet man es da? Ich
es ist bei der Neuropsychologie immer die Frage der Fragestellung. Wenn Sie einen Mokka-Test machen, was ein gängiger Demenztest ist, werden Sie vermutlich nicht wahnsinnig viel finden bei Long-Covid. Ja? Wenn Sie eine neuropsychologische Untersuchung so anordnen, dass Sie zum Beispiel zu Beginn der Untersuchung einen Aufmerksamkeitstest haben und dann, wenn diese doch eine 1,5 Stunden lange oder 2 Stunden lang dauernde Untersuchung, die sehr anstrengend ist, und diesen gleichen Test am Ende nochmal machen, ja, werden Sie doch sehr deutliche Abweichungen finden. Und insofern, diese Studie hat das auch nicht beantworten können, aber auch das war eine Studie, die jetzt irgendwie wieder durch die Medien getrieben wurde. Die Leute bilden sich das eh alles nur ein. Ja. Ich finde, das ist mitnichten so. Ja. Ein letzter Punkt noch, Pacing, Anpassen der Aktivität an das, was die Grenzen sind, dass man sich nicht überanstrengt. Sie werden von der Frau Gander noch mehr dazu hören. Es ist aber letztendlich, wo man vor drei Jahren noch irgendwie so als Spinner angesehen wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sowas empfohlen hat, steht jetzt auch in den Empfehlungen der WHO drinnen, dass wenn Leute Post-Exertion Malaise, da wird es als Pace beschrieben oder bezeichnet, haben, dann sollten sie pacen. Das muss auch in der Therapie beachtet werden. Und da gab es vor kurzem auch einen, finde ich, extrem guten Artikel über quasi Empfehlungen zur Rehabilitation bei autonomer Dysfunktion, wo es eben auch darum geht, diese Dysfunktion, die autonome Dysfunktion überhaupt einmal zu evaluieren, den Kreislauf sich anzuschauen, den Kreislauf zu behandeln und eben ein sehr individuelles, an die Leistungsgrenzen angepasstes Therapiekonzept zu finden. Ich fand den Artikel gut, verdient sicher solche Sachen, dass sich mehr herumsprechen. Es hat sich auch in vielen Reha-Kliniken schon herumgesprochen, dass das, was bei vielen anderen Erkrankungen super funktioniert, in dem Fall einfach oft ins Gegenteil umschlägt und die Situation sogar verschlechtern kann. Pacing ist wichtig bei einem bestimmten Unterteil der Betroffenen. Man muss natürlich im Verlauf immer sich anhören, wie verändert sich Erschöpfung, wie verändert sich die Beschreibung der Erschöpfung. Ist es wirklich Post-Exertion Malaise oder ist es unter Anführungszeichen normale Erschöpfung? Viele Leute entwickeln klarerweise eine Angst vor dieser Post-Exertion Malaise. Wer würde das nicht tun, wenn man jedes Mal bestraft wird, wenn man sich überanstrengt? Deswegen ist es so wichtig, die Leute durchzubegleiten, hoffentlich in einem Genesungsprozess. Es wird Gott sei Dank bei einigen besser, aber einfach immer wieder nachzufragen, wie geht es da eigentlich? Wie fühlt es sich an, wenn die Grenze überschritten wurde? Damit man einfach auch zum richtigen Zeitpunkt die richtige Therapie setzt. Damit bin ich am Ende. Ich hoffe, es war nicht zu viel in der Kürze und ich hoffe, es war halbwegs interessant und ich freue mich auf Fragen. Danke. Ja, sehr gut. Nee, war ausgezeichnet. Also ich habe das sehr genossen und es gibt auch einige Fragen im Chat, von denen ich ein paar zumindest versuche weiterzugeben. Für ein paar Fragen haben wir Zeit. Eine Frage war so ein bisschen die Einordnung der verschiedenen Formen von Fatigue. Also da kommt die Frage zum Beispiel auf, der Unterschied zwischen einer Fatigue beim MS, bei der Multiplen Sklerose gegenüber Long beziehungsweise der Unterschied zwischen einem Fatigue und einem PEM. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich bin das Neurologe, ich war lange auch in einer MS-Ambulanz tätig. Ich war lang, also lange, es ist immer relativ lange, aber ich war dann noch 3 Jahre in der neurologischen Rehabilitation tätig. Es gibt bei vielen neurologischen, internistischen, rheumatologischen, psychiatrischen, onkologischen Erkrankungen als Begleiterscheinung Fatigue, was oft ein sehr beeinträchtigendes Symptom ist, was oft irgendwie nicht adäquat beachtet wird. Es ist halt nicht messbar, nicht so wie man Kraft messen kann oder solche Sachen. Aber was oft für viele Leute beeinträchtigend ist, der Punkt ist, dass bei Fatigue, wie sie halt bei vielen anderen Erkrankungen, auch bei der MS vorkommt, ein leichtes Aktivitätstraining oft wohltuend ist. Dann geht es den Leuten besser. Ja? Nicht immer klarerweise, aber doch normalerweise. Wenn sie das Gleiche machen, und das ist also der Punkt, ich kenne 2 Leute mit Multiple Sklerose, deren Fatigue eben nicht typisch für MS-Fatigue ist, die eine Post-Exertion Malaise haben, wenn man da genau das Gleiche macht. Und eine davon habe ich in der Reha damals kennengelernt. Das ist jedes Mal schlecht gegangen nach dem Ausdauertraining. Und man fragt sich, warum? Das sollte ja eigentlich gut tun. Ja. Ich habe mich damals mit ME/CFS noch nicht wirklich so befasst gehabt. Jetzt weiß ich es im Nachhinein. Ja. Das ist halt das Problem dieser Begrifflichkeit. Der Post-Exertion Malaise bezeichnet schon was sehr Spezifisches, nämlich diese wirklich deutliche Verschlechterung des Zustandes nach Überanstrengung, wo Krankheitsgefühl aufkommt, wo Schmerzen aufkommen, wo einfach ein Gefühl der Erschöpfung klarerweise da ist, wo oft eine Bettlägerigkeit notwendig ist und was eben mindestens 14 Stunden dauert, aber durch Ruhe nicht besser wird. Das ist nicht so, wie wenn Sie oder ich jetzt irgendwie laufen gehen und danach irgendwie ein bisschen erledigt sind und man sich kurz hinsetzt, was trinkt und dann geht es wieder besser. Das ist Erschöpfung, ja? Oder wenn man eine lange Arbeitswoche hatte und dann einfach am Freitag sich um 7 hinlegt und am Samstag früh aufsteht und sich erfrischt fühlt, ja? Das ist was anderes als Post-Exertion Malaise, ja? Und das ist halt das Problem auch dieser Begrifflichkeit, wenn man von Erschöpfung redet. Chronisches Erschöpfungssyndrom ist ein sehr verharmlosender Begriff letztendlich. Sehr gut, danke für die klare Klarstellung. Eine weitere Frage war, wie würden Sie einen Verdacht auf
Hyperadrenergis pons abklären, also mit einem Tremor, Migräne und dergleichen. Ja, also was ich da schon wichtig fände bei hyperadrenergen POTS ist eine Bestimmung der Katecholamine, also Adrenalin, Noradrenalin und so weiter, kann man im Urin bestimmen, im 24-Stunden-Urin. Man kann auch teilweise, und das ist halt auch immer wieder eine Frage, diese Untersuchung ist halt auf den Flaschenhals, aber man könnte zum Beispiel einen Kipptisch machen und währenddessen dann die Katecholamine testen. Ja? Aber natürlich finden Sie jetzt mal, wo das so gemacht wird. Ja? Das ist halt, glaube ich, das Problem jetzt auch bei Long-Covid in der Abklärung. Ich habe früher, wie ich nur unter Anführungszeichen MECFS gesehen habe, wesentlich häufiger zum Kipptisch geschickt, als ich es jetzt geschickt habe. Aber damals war es auch eine überschaubare Menge an Patientinnen und Patienten. Ja? Long-Covid hat das einfach so in die Höhe skaliert, diese Leute, die orthostatische Dysregulation haben und die eigentlich einen Kipptisch brauchen, dass solche Untersuchungen halt oft nicht machbar sind. Aber eine 24-Stunden-Urinuntersuchung auf Katecholamine kann man machen. Ist auch insofern wichtig, die Differentialdiagnose des Pheochromozytoms, also so ein Katecholamin produzierender Tumor, auszuschließen. Das wäre schon wichtig. Ja. Es ist natürlich immer wichtig, bei POTS eine kardiologische Diagnostik zu machen. Es gibt auch so ausgerissene Dinge wie so Kompressionssyndrome von Baucharterien, ein Nutcracker-Syndrom, wo die Nierenarterie abgezickt wird, wo dann einfach durch die Veränderung des Blutflusses in der Niere auch irgendwie so der Körper das Gefühl hat, der Blutdruck ist zu niedrig und deswegen reguliert er halt die Kreislauffunktion nach oben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich schicke dann vor allem Leute mit Hypermobilitätssyndromen oder sehr schlanke Leute und so weiter oder wo halt vielleicht irgendwelche anderen Hinweise auf diese Kompressionssyndrome auch da sind, schicke ich dann doch zur Computertomographie, Angiografie oder zum Ultraschall, wenn schlanke Leute sind. Und das, aber da kommt, also ich habe noch nie einen Fall von Nutcracker-Syndrom gesehen. Es kommt in der Literatur vor, aber ich hatte sowas noch nie und ich schicke da verhältnismäßig oft hin. Also das scheint wirklich was eher Seltenes zu sein. Aber das sind also diese Basisdiagnostik, kardiologisch, Katecholamine und gegebenenfalls eben Gefäßdarstellung der Baucharterien. Das sind so also Dinge, die ich schon machen würde. Super. Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage, die also auch aus dem Chat, die wahrscheinlich heute Abend, schätze ich mal, noch öfters vorkommt. Und zwar fragt sie ja vermutlich ja auch ein Patient, wo oder besser wie findet man Anlaufstellen? Also er oder sie bezüglich jetzt vor allem Small Fiber Neuropathien, aber wahrscheinlich ganz generell etwas, was die Leute interessiert. Wie beginne ich meine Suche nach dem Richtigen oder der Richtigen? Ich glaube, sorry den Ausdruck, aber das ist genau diese Scheiße, in der wir momentan stecken. Wir haben diese Anlaufstellen nicht. Ja. Wir haben 3 Jahre Pandemie, ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass Long-Covid, ja, ist halt so Pech gehabt. Ja. Also ein bisschen mehr, sollen sie nicht anstellen, bilden sich eh nur ein. Ja. Wir haben diese Anlaufstellen nicht. Ja. Wir bräuchten, und das ist halt leider ein Problem der Skalierung auch, ja. Wir bräuchten viele von diesen Anlaufstellen. Und es ist halt in Wirklichkeit so, dass der Grund, warum Small-Fiber-Neuropathie nicht bekannt ist, dass es halt einfach nicht so leicht zu nachweisen ist mit diesen Diagnostikmethoden, die man hat. Ja. Es ist der neurologische Status oft unauffällig, was man verhältnismäßig leicht machen kann. Es ist die Nervenleitgeschwindigkeit unauffällig, was man auch noch verhältnismäßig leicht machen kann. Und dann bräuchte man schon, wenn man diesen Verdacht hat, eine Hautbiopsie. Und das ist jetzt zumindest in Österreich aus kafkaesken Gründen oft sehr schwierig zu bekommen. Ja. Das heißt, man hat Leute, wo man diesen klinischen Verdacht hat, ja, und man schickt die hin, um das abklären zu lassen, und es wird nicht abgeklärt. Ja. Weil es dann halt immer so irgendwie so nihilistisch heißt, naja, okay, was bringt das jetzt, wenn wir es wissen, wir können eh nichts machen. Ja. Ich finde, es ist schon sehr wichtig zu wissen, weil dann hat man auch einen objektivierbaren Befund, um zu sagen, okay, da ist was passiert, diese Leute haben ein neuropathisches Problem. Ja. Das ist nicht einfach irgendwie jetzt Pipifax, sondern das ist ein struktureller Schaden, der entstanden ist. Ja. Es gibt leider sowohl in Österreich, also ich habe doch auch immer wieder deutsche Patientinnen und Patienten, sehr wenige Zentren, die das wirklich sich gescheit anschauen oder die das machen. Es hat sicher Gründe der Kapazität. Ja. Es sind halt jetzt einfach wesentlich mehr Leute geworden. Wenn man die alle auf Small-Fiber-Neuropathie abklären würde, dann hätte man vermutlich nichts anderes mehr zu tun. Man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, und ich habe das auch im Verlauf gesehen, also das ist ein sehr exemplarischer Fall, ist eine Patientin, die klinisch zu 100% eine Small-Fiber-Neuropathie hatte. Die hatte die volle Palette der Dysautonomie, die hatte die neuropathischen Schmerzen. Ich habe mich bemüht, eine Hautbiopsie bei der zu bekommen. Und das hat aus diversesten administrativen Gründen ein Dreivierteljahr gedauert, glaube ich, ein halbes Jahr, Dreivierteljahr. Dann hat sie diese Hautbiopsie bekommen und die Hautbiopsie war unauffällig. Und mich hat das überrascht. Ich habe diesen Befund bekommen, ich habe sie kontaktiert und ich habe zu dem Zeitpunkt die 2, 3 Monate nicht gesehen gehabt und sie hat mir erzählt, die Symptome sind weg. Ja. Also offensichtlich kann sich das wieder zurückbilden, was ja dazu passt, dass wir wissen, dass sie das Small Fibers auch regenerieren können, dass es vermutlich irgendeine entzündliche Schädigung ist, die, wenn dieser entzündliche Reiz wegkommt, vielleicht auch wieder besser werden kann. Ja. Es ist wahrscheinlich auch nicht bei jedem primär notwendig, nach
nach 3 Monaten, nach 6 Monaten unbedingt die Hautbiopsie zu machen. Aber es sollte halt einfach da irgendwelche Pfade geben, wo man sagt, wenn diese Symptome persistieren, wenn das nach einem Jahr noch immer da ist, dann sollte es nicht so ein unlösbares Problem sein, das per Hautbiopsie nachzuweisen. Ja? Oder auch nach einem halben Jahr von mir aus. Ja? Es ist momentan ein Riesenproblem, jetzt egal, ob es mal Fibroneuropathie ist oder nicht, diese Zentren zu finden, wo eine gewisse Erfahrung mit Long-Covid da ist leider. Und es ist unverständlich, warum das nach 3 Jahren Pandemie noch immer so ist. Und es ist unverständlich, warum das nach Dekaden von ME/CFS noch immer so ist. Ich war früher selber Teil des Problems als Neurologe, der sich überhaupt nicht damit beschäftigt hat. Ich versuche jetzt dazu beizutragen, dieses Problem irgendwie besser zu machen, indem zumindest ich mich damit beschäftige und ständig ich meinen Mund drüber aufmache über ME/CFS, wenn ich irgendwie gefragt werde. Aber es ist einfach, es braucht so einen großen strukturellen Aufwand. Ich vertage ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Verständlich. Man merkt trotzdem, dass Sie ja voll mit Leidenschaft bei der Sache sind und ich glaube, viele, viele Patienten und viele hier profitieren. Also ich hoffe, dass weiterhin in Richtung Aufklärung und in der Entwicklung von solchen Zentren noch was tun können. Entschuldigung, diese Frage zu beantworten. Prinzipiell ist nur die Frage, Small Fiber Neuropathie geht, ist natürlich Neurologin oder Neurologe Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner. Und man sollte das ganz ehrlich, wenn man das glaubt, und viele Leute lesen das ja nach und erkennen die Symptome, das sollte man auch ganz explizit, wenn man zum Neurologen geht, das ansprechen, diesen Verdacht auf Small Fiber Neuropathie, dass zumindest irgendwie geschaut wird. Dann, wenn dann irgendwie die Meinung ist, nein, das ist es nicht, okay, was soll man dann tun, aber dass man es zumindest anspricht. Ich glaube, so mündig sind aber Gott sei Dank, ist ja gerade im Long-Covid-Bereich viele Leute schon geworden. Die durchaus proaktiv dann auch sagen und hinweisen und so. Ja. Gut. Ansonsten bleibt uns die Hoffnung. Wollten Sie abschließend noch was sagen, Herr Dr. Stengel? Ansonsten würde ich Sie. Ja, leider, dass ich jetzt muss, weil ich muss mich jetzt ums Essen für die Kinder kümmern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch. Ja. Gerne. Vielen Dank nochmal, Herr Dr. Stengel. Gerne. Wiedersehen. Alles Gute. Ja, ganz. Wir müssen leider die restlichen Fragen jetzt, können wir leider nicht mehr angehen. Sie sehen selber, die Uhrzeit ist fortgeschritten. Wir müssen jetzt fortfahren, wollen das auch und kommen zum zweiten Sprecher, zu Herrn Professor Korte. Jawohl, da ist auch schon das Bild hervorragend. Professor Korte ist vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, von dem wir, glaube ich, in den letzten paar Jahren so oft gehört haben wie noch nie in Braunschweig, wo er die Arbeitsgruppe Neuroinflammation und Neurodegeneration leitet. Herr Korte ist vielen vielleicht schon unter uns bekannt gewesen durch seine Arbeiten zu Lernprozessen und im Gedächtnis ganz allgemein, also schon lang vor der Pandemie. Und genau den Einfluss auf solche Prozesse, als Prozesse des Gedächtnis, untersucht er nun auch im Zusammenhang mit Long-Covid. Bevor ich ihm das Wort übergebe, was ich gleich machen möchte, möchte ich noch erwähnen, dass Herr Korte einige seiner Ergebnisse und Aspekte gerade erst letzte Woche, also ganz backfrisch in einem Sachbuch, Titel Long Covid, wenn der Gehirnnebel bleibt, zusammengefasst hat, das ich mir auch besorgen werde zeitnah. Damit das Wort zu Ihnen. Lieber Herr Korte, vielen Dank, dass Sie heute sich für uns Zeit genommen haben und auch hier bei Herrn Dr. Stengel, Biene und Bildschirm gehören nun Ihnen. Jawohl, ganz herzlichen Dank, dass ich hier reden darf, allen, die jetzt dabei sind. Vielen Dank, dass Sie mit zuhören. Das ist bemerkenswert, vor allen Dingen, wenn man sich die Sprechgeschwindigkeit von Herrn Stengel angehört hat und angesehen hat, hoffe ich, dass keiner von Ihnen unter Gehirnnebel leidet. Sie haben es schon gehört, meine Eintrittskarte ist, dass ich ein Buch zu dem Thema geschrieben habe. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ein Neurowissenschaftler, also ein Neurobiologe in dem Fall, nicht ein Neurologe, nicht ein Infektiologe, nicht ein Virologe, sich mit diesem Thema beschäftigt, was in dem Buch von der Bestandsaufnahme über die neurologischen Manifestationen bis auf die Suche nach Ursachen, eine besondere, die ich behandle, ist die Autoimmunreaktionen, bis in einen Ausblick in potenzielle Studien über Therapien hineingeht, wo man doch eigentlich bisher der Meinung war, dass das Gehirn doch eigentlich ein privilegiertes Organ ist, geschützt vom Immunsystem. Der Virus muss schon ins Gehirn gelangen, um dort Schaden anzurichten. Das hat man bei SARS-CoV-2 am Anfang auch gefunden. Mittlerweile muss man allerdings sagen, dass in 9 von 10 Fällen bei einer Covid-19-Erkrankung oder bei einer SARS-CoV-2-Infektion der Virus nicht ins Gehirn gelangt.
Also er kann, es gibt's. Er kann sowohl über die Nase wie über den Vagusnerv ins Gehirn gelangen und dann dort inflammatorische Prozesse auslösen. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich nicht der Fall. Das bedeutet, gerade Patienten mit neurologischen Symptomen haben große Schwierigkeiten immer noch in der Argumentation, im Gesundheitswesen, aber auch bei Mitmenschen zu erklären, wie ihre Symptome zustande kommen können, wo doch das Gehirn nicht betroffen sein sollte. Da gibt es, ich sag mal aus meinem Forschungsbereich, eine eigentlich ganz amüsante Übereinstimmung zwischen dem, was Immunwissenschaftler gefunden haben, Immunologen und wo auch Neurowissenschaftler, die auf dem Gebiet der Gedächtnisforschung arbeiten, sich gegenseitig inspiriert haben. Hier in dem Fall haben die Neurowissenschaften von den Immunwissenschaftlern gelernt oder meinten gelernt zu haben. Und zwar hat sich in den 60er Jahren herausgestellt, dass wir Antikörper spezifisch bilden können gegen Parasiten, die unseren Körper schon mal versucht haben, invasiv zu erobern. Das heißt, wir haben tatsächlich hier ein Gedächtnis. Und diese Antikörper erkennen auf der Oberfläche von den Viren und Bakterien etwas, was sie schon mal vorher gesehen, erlebt haben und haben damit einen quasi Stempelabdruck des Gedächtnisses in Form von Proteinen in sich. Neurowissenschaftler in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten nicht so eine rechte Idee, wie eigentlich Gedächtnisinhalte sich materiell im Gehirn manifestieren könnten und haben gedacht, ah, wenn das doch bei Proteinen des Immunsystems geht, könnte es doch auch im Nervensystem auch gehen und haben hier dann danach gesucht. Das hat man auf unappetitliche Art und Weise so gemacht. Man hat Ratten trainiert, das Dunkle zu meiden. Das mögen Ratten nicht, die wollen eigentlich in einem Käfig, wo die Hälfte im Dunkeln, die andere in die Hälfte im Hellen ist, immer ins Dunkle. Wenn sie aber im Dunkeln immer einen elektrischen Schock bekommen, lernen sie nach etwa 15 Durchläufen das Dunkle zu meiden. Wenn sie das gemeidet hatten oder gemieden hatten, hat es ihnen allerdings auch nicht geholfen, denn dann wurden sie getötet und ihre Gehirne wurden an anderen Ratten gefüttert, verfüttert. Und tatsächlich hat sich dann gezeigt, dass sie hier schneller gelernt haben. Ich habe jetzt eine Frage, Herr Schneider. Bei mir zeigt der Screen, your screen sharing is paused. Das heißt, Sie können jetzt die nächste Folie oder sind Sie immer noch bei der Eintrittsfolie oder ist das etwas, was ich ignorieren kann? Wir sind noch bei der Eintrittsfolie, deswegen wollte ich mich auch gerade zu Wort melden. Wir sehen den Fortlauf hier gerade nicht. Okay, dann versuche ich es nochmal neu und wähle mich nochmal neu ein. Vielleicht kann Vincent noch was ein, was das sein könnte. Ja, ich schaue nochmal. So. Schauen wir nochmal, ob Sie dann jetzt mich hier richtig verfolgen können. Ich schaue jetzt nochmal Share Screen und fange nochmal an. Wir haben ja nur eine Folie quasi verpasst. Hier ist die, die ich Ihnen zeigen wollte. So. Jetzt sagt er, you are screen sharing, jetzt scheint es richtig zu sein. Jetzt sehen Sie auch die Folie, die Sie sehen sollen. Davor hatte ich kurz ein Bild gezeigt mit meinem Buch und den Unterkapiteln. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Hatte Ihnen dann die Blut- und Tierschranke gezeigt, die es auch tatsächlich gibt. Das will ich gar nicht in Frage stellen, aber wir werden im Laufe des Vortrages sehen, dass die deutlich weniger als Barriere funktioniert, vor allen Dingen für das Immunsystem, wie man gedacht hat. Und das war dann sozusagen die Eintrittskarte für mich, um Ihnen die Geschichte von den Ratten zu erzählen, die gelernt haben, das Dunkle zu meiden. Man hat die Gehirne, nachdem sie das gelernt hatten, an andere Ratten verfüttert und die sollen dann schneller gelernt haben, was sich im Nachhinein nicht als richtig herausgestellt hat. Aber damals haben das tatsächlich die Neurowissenschaftler geschafft, auf die Titelseite der New York Times zu erscheinen, wo in dem behauptet wurde, wenn das doch stimmen würde, müssen wir doch nicht mehr mühsam lernen. Man kann seine Professoren doch einfach aufessen oder man könnte auch pharmakologisch Pillen verkaufen,
wo man eben das Wissen für Vokabeln eben hat. Also Sie sehen, es gab hier schon Bezüge zwischen dem Immunsystem und dem Nervensystem, aber für Jahrzehnte gab es eigentlich keinen Kontakt zwischen Immunologen und Neurologen oder Neurobiologen. Einzige Ausnahme war MS. Bei allen anderen Erkrankungen des Gehirns ging man nicht von inflammatorischen Prozessen aus. Und jetzt zeigt sich eben, dass eigentlich bei allen Erkrankungen des Gehirns auch das Immunsystem entweder des Gehirns oder der Peripherie eine Rolle spielt. Und in meinen Augen ist das auch ganz zentral für Long-Covid, das nicht in Frage stellen soll, dass wir eine Blut-Hirn-Schranke haben, aber diese Blut-Hirn-Schranke ist eben für Moleküle des Immunsystems, für Zellen des Immunsystems durchlässig und kann eben hier Effekte haben. Bei mir ist es jetzt so, dass ich innerhalb meiner Forschung mich nicht nur damit beschäftige, was die zellulären Grundlagen von Lernen und Gedächtnis sind, sondern eben auch, was sind die Grundlagen dafür, dass wir vergessen. Das kann eine Filterfunktion haben, es kann aber besonders im Alter auch auf eine Krankheit hinweisen, nämlich auf die Alzheimer-Krankheit. Und seit mittlerweile 10 Jahren untersuchen wir eben auch intensiv, was könnte eigentlich die Ursache für die Alzheimer-Krankheit sein? Was könnten Risikofaktoren, was könnten Biomarker sein? Und unser Ansatzpunkt sowohl an der TU Braunschweig als auch beim Helmholtz-Institut für Infektionsforschung ist, kann es sein, dass hier Infektionen, insbesondere virale Infektionen, dazu führen, dass das Immunsystem in unserem Körper so stark aktiviert wird, dass diese Aktivierung bis ins Gehirn hinein messbar und spürbar ist. Das ist genau das, was wir gesehen haben, dass wir bis zu 120 Tagen, nachdem man in dem Fall eine Maus, das war jetzt 2018, mit einem Grippevirus infiziert hat, der nicht ins Gehirn geht, wir trotzdem noch Effekte im Gehirn sehen, die viel länger anhalten, als der Körper braucht, um das Virus zu eliminieren, weil eben die Immunzellen im Gehirn noch aktiv sind. Das heißt, wir müssen hier etwas differenzieren, wie Viren auf das Gehirn wirken. Tatsächlich können sie direkt die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Das ist die Ausnahme. Die meisten Viren schaffen das nicht. Der Zika-Virus schafft das, Herpesviren schaffen das, SARS-CoV-2 in Ausnahmefällen schafft das auch. Oft sind es aber trojanische Pferde, wo Immunzellen die Viren in das Gehirn schleppen oder aktivierte Immunzellen im Gehirn neuroinflammatorische Prozesse auslösen. Und wahrscheinlich am allerhäufigsten ist es, dass Signalbotenstoffe des Immunsystems in das Gehirn gelangen und hier Mikrogliazellen, also die Immunzellen des Gehirns, aktivieren. Und zwar aus Gründen, die wir nicht richtig verstanden haben, viel, viel länger als die eigentliche Infektion anhält. Das heißt, wir müssen zwei Situationen unterscheiden. Die direkte Infektion von Neuronen und wie wir mittlerweile wissen, können auch Oligodendrozyten als die isolierenden Gliazellen der Axone und auch Astrozyten, das sind auch ein anderer Typ von Gliazellen, infiziert werden Neurone auch. Aber Mikrogliazellen können auch aktiviert werden über Signalmoleküle des Immunsystems, die in das Gehirn hineingelangen. Wir haben, wie gesagt, hier schon seit Jahren die Hypothese verfolgt, ob es sein kann, dass die Aktivierung des Immunsystems im Gehirn den Verlauf der Alzheimer-Krankheit möglicherweise beschleunigt, vielleicht sogar ursächlich daran beteiligt ist, dass hier quasi das Immunsystem nicht mehr adaptiv wirkt, sondern dass es sich gegen das eigene Gewebe richtet oder mehr Schaden anrichtet, als es Nutzen anrichtet. Und wir konnten hier zusammen mit anderen Wissenschaftlern eben zeigen, dass das, was man als Neuroinflammation bezeichnet, eben tatsächlich eine wichtige Komponente der Alzheimer-Krankheit ist. Und wir glauben eben auch von Long-Covid, denn hierbei werden Astrozyten, Mikrogliazellen, also zwei Typen der Gliazellen im Gehirn, länger aktiviert, als eigentlich die Virusinfektion stattfindet. Sie werden jetzt vielleicht sagen, naja, aber wir wissen doch eigentlich, was die molekularen Diebe bei Alzheimer sind. Wir haben da die extrazellulären Amyloid-Plaques, die A-Beta-Plaques und wir haben in den Nervenzellen auch Proteinablagerungen, in dem Fall von den Zytoskelettkomponenten der Nervenzellen, den Schienen für die Mobilität innerhalb der Nervenzellen, nämlich Mikrotubuli, die zerstört werden.
Wir wissen zumindest beim Amyloid, dass normale Antikörper gegen A-Beta, wie das beim Aduhelm in den USA, was ja für viel Aufmerksamkeit sorgte, der Fall war, zwar ein Teil der Plaques entfernt, aber eben nicht die Krankheit heilt. Es ist sogar hoch umstritten, ob die kognitiven Symptome dadurch in irgendeiner Hinsicht behoben wurden. Eventuell gibt es hier kleine Effekte, aber alles in allem muss man sagen, das A-Beta ist es nicht alleine, sondern wir glauben, dass das A-Beta als Protein immunologisch so verändert wird, dass es erst toxisch wird und dass Mikrogliazellen ihren Job nicht mehr machen. Sie entfernen das A-Beta nicht mehr, sondern sie werden durch A-Beta aktiviert und leider produzieren sie dann riesige Mengen an inflammatorischen Substanzen, die dann eben negativ wirken. Sie sehen eben hier, wie wichtig Mikrogliazellen im Gehirn sind. Sie decken eigentlich alle Bereiche des Gehirns ab. 10% aller Zellen im Gehirn sind Immunzellen, also die Mikrogliazellen. Und diese Mikrogliazellen wandern während der Embryonalentwicklung in das Gehirn ein und werden dann abgeschottet, gehen nicht ins Gehirn rein, gehen nicht wieder raus, sind ein Subtyp der Makrophagen. Es gibt andere Makrophagen aus dem Blut, die wahrscheinlich in das Gehirn hineintunneln können. Aber diese Mikrogliazellen hier müssen ein Leben lang halten und ihren Job eben in unserem Körper machen. Sie sehen hier eigene Bilder, wie wir die untersucht haben. Nicht aktivierte Mikrogliazellen haben diese Verzweigungen. Wenn die aktiviert werden, dann werden sie so amyloid, ziehen ihre Ausläufer erstmal ein und bewegen sich dann zum Ort hin, wo sie glauben, dass hier etwas stattfindet. Sie können also sowohl Hausmeister sein, wo sie dafür sorgen, dass die Homöostase im Gehirn erhalten bleibt. Sie entsorgen auch abgestorbene Nervenzellen. Sie regulieren synaptische Kontakte. Sie können aber auch zu Soldaten werden und sie interagieren. Sie sehen hier einen Film, wo wir eben die Mikrogliazellen in grün und die Nervenzellen in rot zeigen, wie sie die ganze Zeit ihre Umgebung abscannen und eben auch mit Neuronen interagieren. Sie können darüber auch die Synapsenzahl kontrollieren, die Anzahl der dendritischen Verzweigungen. Und Sie sehen hier auch in rot, wie nah die Mikrogliazellen den synaptischen Kontakten kommen und diese eben maßgeblich homöostatisch mit regulieren. Aber unter pathophysiologischen Bedingungen konnten wir zeigen, dass sie auch tatsächlich Synapsen im großen Umfang entfernen, was möglicherweise bei der Entstehung der Alzheimer-Krankheit eine Rolle spielt und eben möglicherweise sogar auch bei den kognitiven Defiziten, die man bei Long-Covid sieht. Sie können also über verschiedene Wege aktiviert werden. Für uns ist jetzt wichtig die systemische Inflammation, wie sie bei SARS-CoV-2 vorliegt, wo sie eben aktiviert werden. Und die Mikrogliazellen selber aktivieren dann auch andere Gliazellen. Sie können eben auch negativ auf die Struktur und auf die Funktion von Nervenzellen einwirken, wenn sie zu stark und zu lange aktiviert werden. Sie können auch Substanzen schütten, wie den Brain-Derived Neurotrophic Factor, der Neurone in ihrem Erhalt, in ihrem Überleben und in ihren plastischen Eigenschaften fördert. Aber auch das machen ältere Mikrogliazellen viel, viel weniger. Das heißt, als Neurowissenschaftler interessiert mich Long-Covid eben vor allem, weil ich glaube, dass ein erheblicher Anteil der Symptome vom Gehirn, entweder direkt vom Gehirn oder, wie wir im Vortrag vorher gehört haben, auch durch das autonome Nervensystem vermittelt werden, aber in jedem Fall eine neuronale Ursache haben. Das häufigste Symptom, von dem die Patienten berichten, ist die Fatigue, dieser extreme Zustand der Erschöpfung, von dem man eben glaubt, dass er auch etwas mit dem Energiemetabolismus im Gehirn zu tun hat. Und eine gerade veröffentlichte schottische Studie hat gezeigt, dass selbst 18 Monate nachdem Patienten, Long-Covid-Patienten eine Infektion hatten, noch mit Long-Covid betroffen sein können. Also wir haben hier erhebliche Zahlen. Die Studien selber schwanken meist zwischen 5% und 10%. Das hängt auch davon ab, welche Symptome man mit einschließt, wie genau man die Kontrollen mit untersucht, was die Untersuchungsmenge sind, ob man mehr Männer als Frauen in die Studie einschließt. All dies spielt eine große Rolle über die Prozentzahl. Aber nichtsdestotrotz haben wir, wenn wir schauen, wie viele Menschen infiziert sind, ist hier eben auch mit vielen Long-Covid-Patienten zu tun. Und ganz viele der Symptome sind neurologischer Art. Und da ist eben unsere Frage, wie kommt das zustande? Ist auch immer wieder eine Frage, sind denn Kinder vielleicht nicht betroffen? Doch, Kinder sind auch betroffen. Wie bei Covid-19 im
infizieren sie sich seltener, aber sie infizieren sich eben auch und sie können auch Long-Covid bekommen. Die gute Nachricht ist nur, dass die Symptome meist weniger schwer sind und sie sich auch schneller erholen. Aber es stimmt eben nicht, dass sie Long-Covid nicht bekommen können. Ich will das nur mal hier kurz zeigen, dass es auch dazu Veröffentlichungen gibt, die das eben zeigen. Und auch da sieht man, dass gerade diese starken Stimmungsschwankungen, auch Fatigue, auch bei Kindern eine große Rolle spielen, die Prävalenz hoch ist und es eben auch hier eine Rolle spielen kann. Dies ist jetzt eine Meta-Analyse über 40 Studien hinweg, die hier Effekte gefunden haben. Also das ist in meinen Augen gesichert. Auch hier kann man sich drüber streiten, sind es 2 oder 7% der Kinder, die Long-Covid bekommen. Aber man kann die Kinder hier nicht rausnehmen. Das bedeutet auch unter aktuellen Schulsituationen, wo man ja schlichtweg in Kauf nimmt, dass sich Hunderttausende von Kindern infizieren, dass hier ganz viele in dem Fall wahrscheinlich auch statistisch nicht erfasst lange noch darunter leiden werden, dass sie sich infiziert haben, vielleicht nur ein bisschen Fieber hatten, aber dann eben doch Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten haben, was gerade im Schulkontext natürlich etwas bemerkenswert Schlechtes ist. Und Sie sehen hier die Anzahl der Symptome, die man gefunden hat. Ich will mich nicht darauf kaprizieren. Mir geht es jetzt mehr nachher im Laufe des Vortrages um die Ursachen, aber wir müssen uns auch mit Kindern beschäftigen. Eine der beunruhigendsten Studien, die veröffentlicht wurden und die auch sehr sauber durchgeführt wurde, war in England, wo man eben festgestellt hat, dass Patienten noch 6 Monate nach einem Covid-19, nach einer Covid-19-Erkrankung Effekte im Gehirn gezeigt haben, wo sich also der Rest des Körpers schon in großen Fällen wieder erholt hat, kein Virus im Körper mehr nachgewiesen werden kann. Man eben in einzelnen Regionen hier im Stirnlappen eben sieht, wie das Volumen, die Kortexdichte abgenommen ist. Man hat das mit MRT-Scans untersucht. Und das Tolle an dieser Untersuchung ist, dass sie wirklich sehr sauber durchgeführt wurde. Die Scans wurden an den gleichen Patienten durchgeführt vor der Pandemie und nachdem sie sich nachweislich infiziert hatten. Sie wurde verglichen mit Kontrollgruppen, die vor und während der Pandemie untersucht wurden, die sich nachweislich nicht infiziert hatten. Und es wurde verglichen mit Patienten, die eine Lungenentzündung durch eine Grippeerkrankung hatte, wo man im Übrigen auch kleine Effekte sieht, die aber deutlich weniger ausgeprägt waren als die bei den Long-Covid-Fällen und sieht dann hier eben die Unterschiede, die in dem Fall noch 6 Monate nach der ursprünglichen Infektion sichtbar waren. Die Studie wird auch weiter durchgeführt, um zu schauen, erholen sich die Patienten wieder. Wir selber haben damals noch mit Grippeviren Untersuchungen gemacht, wo man sieht, dass nach einigen Monaten die Mäuse sich, auch wenn sie jung sind, wieder erholen. Wenn wir das mit alten Mäusen machen, haben die sich tatsächlich nicht vollständig wieder erholt. Da blieben die Effekte bestehen. Also man hat hier klare Effekte im Gehirn und man kann das auch auf kognitiver Ebene nachweisen. Hier auch wieder eine Studie aus England, wo man den IQ von Menschen und auch andere kognitive Fähigkeiten vermessen hat und hat das mit dem Alter korreliert. Da konnte man glücklicherweise jetzt für diese Studie auf eine riesige BBC-Umfrage zurückgehen, wo eben ganz viele Probanden hinsichtlich ihrer kognitiven Fähigkeiten schon vor der Pandemie vermessen wurden. Die hat man wieder kontaktiert und hat die dann auch wieder in Infizierte, Nicht-Infizierte und in verschiedene Kontrollgruppen eingeteilt und hat dann vor allen Dingen bei jedem einzelnen der Probanden die Ergebnisse verglichen mit dem Durchschnitt, die eine Alterskohorte hätte erreichen sollen und stellt fest, wie hier eben auch im Ärzteblatt berichtet, dass ein 50-Jähriger, der sich infiziert hatte, häufig um 10 bis 20 Jahre gealtert ist. Das sind eben Dinge, die sich hier auf neurologischer Ebene zeigen. Die Ursachen, die hier eine Rolle spielen, sind wahrscheinlich vor allen Dingen die chronischen Entzündungen im Gehirn, die ich eben schon auch als Risikofaktor für Alzheimer genannt habe. Bei der Fatigue spielt eben eine Rolle, dass der Zellmetabolismus wahrscheinlich betroffen ist. Der Virus selber ist in der Lage, in Mitochondrien den Energiemetabolismus zu reduzieren, der eine Rolle spielt. Zweitens spielt beim Immunsystem selber der Metabolismus eine Rolle, weil die T-Zellen und wahrscheinlich auch B-Zellen ermüden. Dies kann dann passieren, wenn immer noch Restvirus im Körper ist, der nicht vollständig eliminiert wurde und das Immunsystem
obwohl in der Lunge und im Blut der Virus entfernt wurde durch Restbestandteile im Darm oder durch einzelne Viruselemente, die noch herumschwimmen, weiter aktiviert wird. Die T-Zellen und B-Zellen ermüden auch metabolisch. Und dies kann dann eben dazu führen, dass es eine Reaktivierung von eigentlich ruhenden Virusinfektionen gibt. Die wichtigste wahrscheinlich hier EBV, der Epstein-Barr-Virus, der wieder reaktiviert werden kann, der ursprünglich mal das Pfeiffersche Drüsenfieber in unterschiedlichen Ausprägungen ausgelöst hat, dann für Jahre nicht sichtbar war und der jetzt nach einer SARS-CoV-2-Infektion, nach einer Covid-19-Erkrankung wieder reaktiviert werden kann. Das kann etwas mit einer Erschöpfung des Immunsystems zu tun haben, durch verbleibende Reste des SARS-CoV-2-Viruses im Körper. Der SARS-CoV-2 selber und vor allen Dingen auch EBV und andere Herpesviren können Autoimmunreaktionen auslösen, weil in der Oberfläche dieser Viren es Proteine gibt, die körpereigenen Proteinen ähneln. Man glaubt, dass dies auch tatsächlich evolutiv ein Prozess der Mimikrie ist, wo die Viren sich versuchen, über diese Proteine quasi im Körper zu verstecken. Gelingt aber nicht, das Immunsystem erkennt die auch. Allerdings kann das eben dazu führen, dass hier Antikörper heranreifen, die auch eigene Zellen angreifen, und eine starke Aktivierung des Immunsystems kann auch dazu führen, dass sowieso schon im Körper vorhandene Autoantikörper in großen Mengen produziert werden, in das Gehirn gelangen und dann eben auch im Gehirn Schaden anrichten, vor allen Dingen entzündliche Reaktionen auslösen. Also auch dies ist ein weiterer Mechanismus. Chronische Entzündungen sind hier im Körper, Neuroinflammation ist spezifisch im Gehirn, bin ich eben darauf eingegangen. Und wenig untersucht, aber in meinen Augen auch etwas, was man im Auge behalten muss. Es kommt über die virale Infektion, über die Reaktion des Immunsystems auch zu Veränderungen im Mikrobiom, also im Magen-Darm-Trakt vorhandene Viren und Bakterien, die sich in ihrer Zusammensetzung verändern, was dann eben auch dazu führt, dass andere metabolische Komponenten dieser Bakterien und Viren ins Blut gelangen, das Immunsystem wiederum aktivieren können und eben auch dazu beitragen können, dass Autoimmunreaktionen verstärkt werden. Die Mechanismen im Gehirn, die hier die gehirnassoziierten Symptome auslösen können, ist eine Entzündung des Gehirns selbst, wahrscheinlich über eine periphere starke Immunreaktion. Es können auch Hirnstrukturen geschädigt werden, dadurch, dass Blutgefäße schlechter durchblutet werden durch Trombenbildung. Und gerade kleine Blutgefäße, die auch Perizyten haben, also einen speziellen Typ der Endothelzellen, die diese Gefäße auskleiden, die die Gefäße zusammenziehen und gerade bei kleinen Gefäßen dann eben zusammen mit den Tromben dazu führen, dass die kaum noch durchblutet werden. Das ist insbesondere für das Gehirn ein Riesenproblem, das eben das bestdurchblutete Organ des Körpers ist. Nur zur Erinnerung, es wiegt nur 2% unseres Körpergewichtes, aber 15% des Blutvolumens fließt ständig durch das Gehirn, vor allen Dingen durch viele kleine Gefäße, sodass keine Nervenzelle mehr als eine Haarbreite von einem Blutgefäß entfernt liegt, um hier optimal mit Sauerstoff und Glucose versorgt werden zu können. Das ist nämlich das Einzige an Energie, was so ein Gehirn aufnimmt. Auf der anderen Seite sind unsere Gehirne wahre Energiefresser, weil sie eben auch 15-20% des Energiebedarfs unseres Körpers verbrauchen, aber selber keine Energie speichern. Das bedeutet, jedes Problem im Energiemetabolismus und in der Zufuhr vom Blut trifft das Nervensystem ganz, ganz besonders. Hier in einem ganz aktuellen Übersichtsartikel sehen Sie nochmal zusammengefasst, was die Ursachen sein können. Es kann auch schlicht sein, dass die Lunge sich noch erholen muss, gerade bei schweren Covid-Verläufen. Bei leichten kann das aber auch sein, dass einfach eine Neuroinflammation eintritt, die dann wiederum zu einer neuronalen und glial bedingten Dysregulation führt, zum Beispiel durch eine Schädigung der Isolierung der Axone. In einem Gehirngebiet, was wichtig für Lern- und Gedächtnisprozesse ist, dem Hippocampus, können noch weniger neue Nervenzellen gebildet werden nach einer starken Immunreaktion. Und man glaubt, dass diese neuen Nervenzellen eben auch wichtig sind für Gedächtnisfunktionen, denn der Hippocampus bei uns im Gehirn ist einer der entscheidenden Regionen, die wichtig sind beim Übergang vom Kurz- zum Langzeitgedächtnis und auch beim Abruf von Informationen. Wenn diese Gehirnregion also nicht mehr voll funktionsfähig ist, in ihrer Kapazität eingeschränkt, merkt man das vor allen Dingen in der Gedächtnisdomäne. Und zusammengenommen
bei diesen Gedächtnisschwierigkeiten zusammen mit der verlangsamten Weiterleitung neuronaler Informationen kann es eben zu einem Zustand des Gehirnnebels, des Brain Fogs kommen, der eben schon neurologisch beschrieben wurde. Darüber hinaus gibt es eine riesige Anzahl von potenziellen Immunzellen, die das Gehirn direkt umgeben, die eben durch eine Reaktion des Immunsystems im Blut aktiviert werden können und die dann auch in der Lage sind, in das Gehirn hinein zu tunneln. Sie sehen hier die Hirnhäute, die eben Stammzellen haben, die zu Immunzellen proliferieren können und dann eben, wie eine aktuelle Studie aus Freiburg gezeigt hat, eben auch nach einer SARS-CoV-2-Infektion in das Gehirn hineintunneln können und dann eben hier Mikrogliazellen aktivieren können oder eben selber als Immunzellen aktiv werden. Innerhalb der Immunzellen gibt es einen Komplex, einen Proteinkomplex, den man als NAP3-Komplex bezeichnet, der auch durch A-Beta aktiviert werden kann. Da ist wieder der Bezug zu Alzheimer, der aber wahrscheinlich auch bei Long-Covid eine wichtige Rolle spielt. Und wenn dieser Prozess aktiviert wird, werden andere Gliazellen im Gehirn dazu bewegt, Sauerstoffradikale und Stickstoffmonoxidradikale freizusetzen, die dann wiederum Neurone schädigen können, obwohl in den meisten Fällen gar kein Pathogen im Gehirn vorhanden ist. Und eine therapeutische Überlegung, die wir selber verfolgen, aber auch andere Gruppen, ist, ob man, wenn man diesen Komplex hier inhibiert, ob man das dann schafft, die Long-Covid-Folgen abzumildern. Wir wissen zumindest im Mausmodell, dass die Inaktivierung dieses NALB3-Komplexes im Gehirn keine negativen Effekte auf den Rest des Immunsystems hat. Wir haben sogar Befunde, die zeigen, dass das in einem Mausmodell zur Alzheimer-Erkrankung die inflammatorischen Prozesse reduziert und tatsächlich auch die negativen Effekte, die bei der Alzheimer-Krankheit auf Kognition, auf Gedächtnis, vor allem auf das räumliche Gedächtnis gehen, hier stark abmildern kann. Das heißt, zusammengenommen kann man sagen, dass eine Aktivierung der Mikrogliazellen Astrozyten aktivieren kann, die dann wiederum zusammen mit den Mikrogliazellen schädigend auf Synapsen wirken. Wenn wir weniger Synapsen haben, ist die Rechenkapazität des Gehirns kleiner, Gedächtnisfunktionen funktionieren schlechter, Konzentrationsfähigkeit wird eingeschränkt. Wir wissen auch, dass die Oligodendrozyten, die Axone myelinisieren, beeinträchtigt sein können über eine zu starke Aktivierung der Mikrogliazellen, was dann die Fortleitungsgeschwindigkeit einschränkt und eben auch die adulte Neurogenese kann beeinträchtigt sein, was dann Gedächtnisprozesse beeinträchtigt. Eins der Sorgen, die mich bei Long-Covid umtreibt, ist, dass wir in meinen Augen sehr aufpassen müssen, jetzt schnell zu agieren, damit wir nicht in einigen Jahren, möglicherweise Jahrzehnten, wir die Folgen erst richtig zu spüren bekommen. Denn inflammatorische Prozesse im Gehirn sind ein Risikofaktor, um später Alzheimer zu bekommen. Durch eine Veränderung der Alterspyramide sehen wir schon jetzt, dass weltweit die Anzahl der Demenzkranken und die Alzheimer-Demenz ist die häufigste Form der Demenz, hier zunimmt. Das ist jetzt keine Infektionskrankheit, sondern hat etwas damit zu tun, dass die Welt älter wird. Die Zahlen steigen also sowieso. Auch in Deutschland müssen wir davon ausgehen, dass die Zahlen sich verdoppeln werden. Die Frage ist, werden hier noch 100.000 oder Zahl X dazukommen, die jetzt vielleicht Covid-19, dann auch Long-Covid meinen, überstanden zu haben, aber über die starke neuroinflammatorische Aktivierung im Gehirn hier dann langfristig doch die negativen Konsequenzen zu tragen haben. Entsprechend wichtig, gerade diesen Ast der Forschung weiter zu untersuchen. Dafür gibt es auch noch einen weiteren Grund. Der hat etwas mit einem Delirium zu tun. Wenn Menschen tatsächlich mit Covid-19 auf einer Intensivstation landen, dann haben sie eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, in einen Zustand der völligen Verwirrtheit zu geraten, als dies sowieso schon der Fall ist. Menschen, die auf einer Intensivstation landen, die beatmet werden müssen, haben generell eine 1/3 Chance, an ein Delirium
zu erkranken bzw. das zu erleiden. Bei Long-Covid ist unter gleichen Bedingungen die Zahl viel höher. Über 55% der Patienten erleben einen solchen Zustand. Und in einer Studie, die schon vor Long-Covid oder vor Corona publiziert wurde, sieht man, dass das Demenzrisiko, wenn man einmal ein Delirium durchlaufen hat, eigentlich verdoppelt ist. Also auch dies etwas, was man langfristig berücksichtigen muss, dass sowohl durch Long-Covid wie auch durch eine schwere Covid-19-Erkrankung wir aufpassen müssen, dass wir nicht Jahre später feststellen, dass wir hier eine Alzheimer-Pandemie ausgelöst haben. Ich will abschließend noch darauf eingehen, welche Möglichkeiten der Therapie gerade eruiert werden. Ich sage mal, Vorbeugung ist hier immer das Beste. Jetzt wissen wir leider, dass eine Impfung nicht vollständig vor Long-Covid schützt, sondern dass eine Impfung das Risiko an Long-Covid zu erkranken reduziert. Das ist im Übrigen unstrittig. Die Diskussion, die es gibt, ist die Risikohalbierung der richtige Wert oder wird das Risiko nur um 15 oder 20% gesenkt? Wenn Sie das aber auf eine Belastung des Gesundheitssystems und des Arbeitsmarkts betrachten, sind auch 15% eine ordentliche Reduzierung. Aber der Hauptgrund, sich impfen zu lassen, ist natürlich, dass man nicht schwer an Covid-19 erkranken möchte. Es hat sich im Übrigen auch gezeigt, dass eine Impfung, während man Long-Covid hatte, obwohl man schon 3 oder 4 Impfungen hinter sich hat, auch nochmal helfen kann, Long-Covid loszuwerden. Das hat möglicherweise etwas damit zu tun, dass in dem Moment Restviren aus dem Körper über die Wiederaktivierung des Immunsystems entfernt werden. Auch Paxlovid als ein antivirales Medikament ist in kleinen Studien schon eingesetzt worden mit vielversprechenden Effekten. Aber hier muss man warten, was kontrollierte prospektive Studien hier zeigen. Man könnte sich auch vorstellen, dass man die Signalwege des Immunsystems unterbricht oder abschwächt. Aber das möchte man natürlich erst machen, wenn man sich ganz sicher ist, dass das Virus aus dem Körper eliminiert wurde. Ich kann nur davor warnen, zu meinen, sein Immunsystem unbedingt stärken zu wollen. Ein zu starkes Immunsystem ist zum Beispiel eins, was Autoimmunreaktionen zeigt. Was wir eigentlich hiermit meinen, ist, wir wollen ein Immunsystem haben, was optimal aufeinander eingestellt sind. Und eins der Besonderheiten des Immunsystems ist, dass eine riesig hohe Teilungsrate von Zellen hat. Das heißt, tatsächlich sich gesund zu ernähren, ist etwas, was auch der Teilungsrate des Immunsystems hilft. Aber hier muss man nichts extra tun, auch keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Wenn man sich bunt, also mit Gemüse und Obst ernährt und genügend andere Mikronährstoffe zu sich nimmt, ist das Immunsystem wunderbar vorbereitet. Also wie gesagt, es gibt andere Elemente, die man überlegen kann, um die Autoantikörper zu eliminieren. Man kann auch versuchen, den Stoffwechsel wieder zu stabilisieren, aber da wird es schon schwieriger. Gehirnentzündungen stoppen ist noch in der Erprobungsphase, weil es so schwierig ist, Medikamente ins Gehirn zu bekommen. Und gerade auch die inflammatorischen Prozesse im Gehirn just gerade erst besser verstanden werden, sodass man eben hier mit Inhibitoren versuchen kann zu arbeiten. Aber auch hier sind erste Studien bereits gestartet. Es gibt Verhaltenstherapien, gibt es Training. Einer der häufigsten Symptome bei Long-Covid sind Geruchsstörungen. Da gibt es tatsächlich ein Geruchstraining, was man machen kann, was die Zeit verkürzen kann, hier an Geruchsstörungen zu leiden. Es gibt auch erste kleine Untersuchungen mit der hyperbaren Sauerstofftherapie, wo man sich unter Hochdruck in 100% Sauerstoff begibt. Generell eine Therapie, die auch schon bei anderen Erkrankungen versucht wurde einzusetzen, dann aber zu widersprüchlichen Resultaten geführt hat. Bei Long-Covid könnte es etwas bringen, weil eben unter diesen Bedingungen auch neue Gefäße gebildet werden können und es auch Effekte im Gehirn gibt, die möglicherweise helfen, das Gehirn in Lage zu versetzen, auf unterschiedliche Anforderungen des Herz-Kreislauf-Systems schnell zu reagieren. All das sind eben Dinge, die erprobt, die probiert werden. Und ich habe hier zur Erinnerung nochmal so eine Pyramide mitgebracht, wann man hier einigermaßen zu Erkenntnissen kommen kann. Und was uns im Moment noch fehlt, sind eben kontrollierte, randosimierte Studien, Kohortenstudien, die jetzt durchgeführt werden. Und dann natürlich am Ende, das wird jetzt natürlich noch länger dauern, dass man viele dieser Studien hat und hier dann eben herausfiltern kann, wo die stärksten Effekte sind. Sie sehen hier mal aufgetragen, das ist jetzt aus meinem Buch, aber entnommen ist es von den Daten her, einen Nature-Übersichtsartikel,
dass wir hier eine Reihe von Studien haben, 26 randomisierte Studien, die in Bezug entweder auf Covid-19 oder direkt auf Long-Covid gestartet wurden. Hier sind auch die Covid-19-Studien mit drin, weil es hier um die langfristigen Effekte von Covid-19 geht und damit eben auch um Long-Covid und Post-Covid, die eben hier durchgeführt werden. Die meisten sind hier im Bereich der Entzündungshemmung oder im unspezifischen Bereich, wo eben jetzt geschaut wird, wo kann man am ehesten einen Effekt erzielen. Ich verspreche mir auch sehr viel davon, Autoimmunreaktionen abzuschwächen über eine Dämpfung des Immunsystems und eben die Blutgefäßsysteme wieder durchlässiger zu machen, indem die Thromben aufgelöst werden. Bis das der Fall ist, ist der beste Schutz eigentlich immer noch zu versuchen, so wenig häufig wie möglich infiziert zu werden, sprich in engen Räumen, wo man oder in Räumen, die schlecht durchlüftet sind, wo man eng zusammensitzt, würde ich immer noch meinen, dass es lohnenswert ist, die Maske zu tragen, und würde mir auch wünschen, dass das auch stärker im Schulkontext wieder eingeführt wird, um auch Kinder hier von den Folgen von Long-Covid zu schützen. Ganz aktuell gestern erschienen ein fantastischer Übersichtsartikel über the Neurobiology of Long-Covid, wo auf dem Feld führende Leute, Michel Monnier und Akiko Iwasaki, die Ergebnisse zusammengefasst haben, die es im Bereich der Neurowissenschaften in Bezug auf Long-Covid gibt. Zwei der Abbildungen aus diesem Artikel habe ich jetzt in dieser Präsentation ganz aktuell auch schon benutzt. Wen also das Thema noch weiter und vertieft interessiert, von dem hoffe ich natürlich, dass er vielleicht auch zu meinem Buch greift, aber vor allen Dingen kann er sich auch diesen Artikel in Neuron angucken, der dann in Englisch ist, aber immerhin ist er nicht hinter einer Paywall für alle verfügbar. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stände jetzt für Fragen zur Verfügung. Ja, besten Dank. Ich mache auch hier einen abschließenden Spruch von Max Planck, von dem ich ein großer Fan bin. Ganz, ganz richtig so. Es gibt einige Fragen im Chat, die ich gleich an Sie weitergeben möchte. Glaube ich, die einige interessiert, war die Folgen von multiplen Infektionen, vor allem hinsichtlich von Kindern. Also was für Folgen man erwartet bei multiple Infektionen bezüglich Kindern, ob es da schon Einsichten gibt. Also was es an Untersuchungen gibt, ist, dass, was Long-Covid angeht, jede Infektion für sich einzeln betrachtet werden muss. Also es ist jetzt nicht so, dass das Long-Covid-Risiko erhöht oder erniedrigt wird, wenn man mehrfach infiziert ist, sondern jede Infektion scheint da anders abzulaufen. Was ich ehrlich gesagt eher beunruhigend als beruhigend finde, denn das bedeutet, auch wenn man zweimal einen milden Verlauf hatte und kein Long-Covid, heißt das nicht, dass beim dritten Mal man nicht Long-Covid bekommen kann. So viel ist klar. Auf der anderen Seite, die gute Nachricht ist, dass die Infektionen auch nicht aufreitend wirken und jeweils dann das Risiko erhöhen, an Long-Covid zu erkranken. Unabhängig im Übrigen vom Alter in dem Fall. Aber bei Kindern hat man sich das speziell angeschaut und das kann man dazu sagen. Und in Kombination mit anderen Infektionen, also zum Beispiel mit der Grippeinfektion oder so, gibt es da schon Möglichkeiten? Ist nicht klar, gibt es wenig Daten zu, weil wir natürlich jetzt insgesamt durch das viele Maskentragen zum Glück ganz viele dieser anderen Infektionen hatten. Man sieht gerade zum Beispiel in New York einen Peak in den RSV-Infektionen, das ich sehr bedenklich finde, weil das viele kleine Kinder tatsächlich massiv schädigt. Und hier wird man jetzt schauen müssen, gibt es hier aufreitende Effekte. Es gab zwischendurch mal Daten, die eher darauf hindeuten, dass zumindest bei einer Grippeinfektion das Immunsystem so alert, so wach ist, dass eine SARS-CoV-2-Infektion im Auftreten weniger häufig ist. Das sind aber alles Effekte, die sozusagen an so kleinen Probandenzahlen, die dann sich von beiden infiziert hatten, die mit beiden auch nachweislich untersucht wurden, dass das schwierig ist, das schon abzuschätzen. Vor allen Dingen, die Frage geht ja eher in die andere Richtung, wird Long-Covid wahrscheinlicher, wenn man zwar Infektionen hat, und dazu fehlen bisher die Daten. Alles klar, besten Dank. Könnten Sie nochmal auf den Mechanismus der Schädigung der Myelinschicht eingehen und dessen Folgen? Sie hatten das erwähnt. Ja. Gibt es mehrere Gründe, warum das eine Rolle spielen kann. Also die Oligodendrozyten, die Myelinschicht bilden, die können bei einer starken Immunreaktion im Gehirn angegriffen werden. Das bedeutet, die können absterben. Das kann auch sein, die bilden ja ganz viele so Membranschichten um Axone herum und die können tatsächlich auch löchrig werden über die Radikalangriffe. Sie können im Metabolismus geschädigt werden,
weil eben auch da Mitochondrien eine Rolle spielen. Und man hat erst in den letzten Jahren gelernt, dass die Oligodendrozyten nicht nur wichtig sind, die Axone zu isolieren, sondern sie unterstützen auch Neuronen metabolisch. Das heißt, wenn der Stoffwechsel der Oligodendrozyten heruntergefahren wird, trifft das auch die Neurone direkt, die dann weniger an Stoffwechselprodukten zur Verfügung bekommen haben. Man hatte bis vor ein paar Jahren gedacht, dass das nur die Astrozyten übernehmen, die den Neuronen hier helfen, mit Metaboliten versorgt zu werden. Das machen die Oligodendrozyten auch. Und wenn die geschwächt sind, stellen sie eben auch weniger an Energie für die Neurone zur Verfügung. Und wenn hier die Isolierschicht weniger gut ausgeprägt ist, verlangsamt sich die Leitungsgeschwindigkeit der Axone. Und zumindest im Tiermodell konnte man zeigen, dass das hochkorreliert eben auch mit den kognitiven Fähigkeiten, mit der Geschwindigkeit der Reaktion, der Wahrnehmung einhergeht. Und das passt zumindest hochsuggestiv auch zu den Brain Fog, zu den Gehirnnebelsymptomen, von denen Patienten berichten. Aber da muss man natürlich wissen, dass man hier bei den Patienten in dem Moment nicht in die Gehirne schauen kann. Das heißt, wir machen das wie so oft, dass wir hier neurologische und neurobiologische Befunde aus den Tiermodellen zusammenrechnen. Das scheint mir eine valide Methode, aber das ist natürlich einschränkend nochmal wichtig zu wissen, was weiß man aus Tierexperimenten, was weiß man aus direkten Beobachtungen am Menschen. Es gibt Postmortem-Unterstudien, die klar zeigen, dass Oligodendrozyten beim Menschen auch bei Covid-19, auch bei Long-Covid geschädigt sind. Dass der Virus ins Gehirn gehen kann, ist klar nachgewiesen. Neuroinflammation ist beim Menschen nachgewiesen. Aber ob in einem konkreten Moment eines Long-Covid-Patienten in dem Moment die Oligodendrozyten auch geschädigt sind, das wird man noch zeigen müssen. Super, ausgezeichnet. Herr Korte, dann Sie können noch, oder ich hoffe, dass Sie vielleicht noch online bleiben, noch ein bisschen zuhören. Vielleicht kommt ja auch noch mal eine Frage. Wenn nicht, dann überlasse ich Sie jetzt Ihren Abendprogramm. Und wir machen weiter. Nochmal, für mich war das besonders spannend. Ja, ganz klasse. Ich werde mir einige der Papers anschauen. Und ja, das wäre, würde ich mich freuen. Ich muss gleich auch weiter. Ich habe jetzt nicht Kinder ins Bett zu bringen. Meine sind so alt, dass ich die manchmal abends ins Bett schicken muss. Aber tatsächlich muss ich mit einem Sohnemann noch für Klausuren lernen. Entschuldige mich da. Ich werde aber mich nicht rausklinken, sondern werde meine Kachel anlassen, weil ich sicher zwischendurch nochmal die Chance habe, Frau Grande zuzuhören, weil ich da auch ganz, ganz gespannt bin, was sie aus ihrer Sichtweise sagen wird. Also ich werde on und off sein, aber ich werde nicht die ganze Zeit dabei sein können. Und jetzt habe ich genug Zeit gekostet, weil die Frau Grande muss jetzt sozusagen gegen die abnehmende Aufmerksamkeitsspanne anreden. Das wird sie sicher super machen. Und vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Ja, aber klar, sehr, sehr gerne. Und vielleicht in dem Zusammenhang nochmal, wir werden das Ganze wird aufgezeichnet und wird dann auch zur Verfügung gestellt. Also das kann man sich auch nochmal in Ruhe alles angucken, was jetzt ein bisschen zu viel war für den einen oder anderen vielleicht. Dann besten Dank und viel Spaß beim Klausurlernen. So, dann kommen wir zum dritten und letzten Vortrag. Freuen wir uns auf die Diplompsychologin Bettina Grande. Sie wurde ja schon mehrmals genannt. Wir sind sehr froh, dass wir sie gewinnen konnten. Wer beim ersten dabei war, beim ersten Symposium, da hatten wir ja schon zum Teil über die Odyssee der Patienten gesprochen, die zum Teil 10 oder mehrere Arztpraxen hinter sich haben, die an der richtigen Stelle angekommen sind. Ein nicht seltenes Problem dabei, hatten wir auch gehört, ist die Verwechslung mit anderen psychischen Erkrankungen, zum Beispiel einer Depression. Das hat man von Herrn Dr. Stingel schon zum Teil gehört, was natürlich zu völlig falschen Therapieansätzen dann führen kann. Frau Grande versucht daher mit großem Einsatz für die Psychotherapeutinnen und Hausärztinnen möglichst gute Aufklärung zu leisten. Und wir hoffen, dass wir auch heute ein paar davon erreichen, von den Ärzten und Psychotherapeuten. Bettina, vielen Dank, dass du da bist. Auch dir, Bühne und Bildschirm, gehört jetzt dir. Und auch wenn man schon fortgeschritten sind in der Zeit, du kriegst, hast deine volle 40 Minuten natürlich. Okay, vielen Dank. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung und auch ein großer Dank an meine beiden Vortragenden für ihre inspirierenden Beiträge. Und anknüpfen möchte ich im Grunde genau an diesem Punkt, den du, Matthias, eben auch erwähnt hast, das Umherirren der Patientinnen im Gesundheitssystem
mit den vielen Symptomen, die der Herr Stingel erwähnt hat, die Symptome, die sich in klinischer, auf klinischer Ebene manifestieren, was Herr Korte eben erwähnt hat. Ja, und das sind dann eben ja, die Menschen, die dann letztendlich in meiner, und nicht nur in meiner, sondern in der Praxis der Psychotherapeuten landen. Ein klassischer Satz ist dann eben dieser: Mein Arzt hat nichts gefunden, ich soll eine Psychotherapie machen. Das sagen mir neu ankommende Patienten, die im Grunde mit diesem, es gab keine Befunde, es gab keine ja, Ergebnisse in den Laboruntersuchungen, der Blutdruck sei irgendwie auch in Ordnung, und dann sitzen sie da bei mir. Oder auch andersrum, Patienten, die bei mir Long-Covid entwickeln und Ärzte, Fachärzte aufsuchen und dort immer wieder ja, untersucht werden. Es kommt zu keinen Ergebnissen der routinemäßigen Untersuchungen. Die Lungenärzte untersuchen die Lunge und finden nichts, die Kardiologen finden nichts, und sie werden zurückgeschickt von Kolleginnen, die vielleicht vorher noch nie an Psychotherapie gedacht haben, aber jetzt irgendwie, ja, zurück zu mir. Und natürlich gibt es dann auch eine Herrscher an Patientinnen, die ja, so eine Art Déjà-vu im Moment haben. Das sind die ME-CFS-Betroffenen, die das alles seit Jahren, seit Jahrzehnten kennen, dass Patienten mit Symptomen, vegetativen Symptomen von unserem Gesundheitssystem nicht gesehen werden, beziehungsweise eben mit diesen Psych- oder wir sagen F-Diagnosen dann versehen werden. Ich werde hier diesem kleinen Leitfaden folgen, werde ein paar Worte auch, alle wissen das schon, die allermeisten, zu Long-Covid, Post-Covid, Post-VAC, was mir sehr wichtig ist inzwischen, und ME-CFS sagen, dann genauer auf die Differentialdiagnostik zu sprechen kommen. Dann, der Herr Stingel hat es gesagt, mich sehr mit Post-Exertional Malaise beschäftigen und dann eben PAM und Reha, PAM, Pacing und Psychotherapie ansprechen. Ja, diese Folie, das ist die Variante der WHO. Wir sehen das akute Covid, ja, das SARS-CoV-2-Virus, das die Covid-Infektion auslöst, aber eben auch die Impfung, mit der wir dann im Grunde direkt hier bei Long-Covid einsteigen. Die Achse ist eine Zeitachse, auch das wissen wir alle, aber was ich an dieser Folie und an dieser Darstellung so wichtig und bedeutsam finde, ist dieser untere Pfeil, weil er dafür steht, dass es eben eine bestimmte dynamische Figur ist und die wir bei der SARS-CoV-2-Infektion immer wieder treffen. Also es ist die Figur der Zeitverzögerung. Also wir können eine akute Infektion haben, die dann, wie so viele es erleben, mild verläuft, und dann ist gar nichts. Und das fällt aus unserem, ja, Bewusstsein weg, dass wir eine Infektion hatten, und es vergehen Wochen und man entwickelt auf einmal Symptome, die dem Ersteren der akuten Infektion überhaupt ja, nicht ähneln. Wir erinnern das gar nicht und ordnen das anders ein. Und von daher ist diese Zeitverzögerung, die wir dann bei Post-Exertional Malaise wiederfinden und ja, auch in anderen Momenten, so bedeutsam, ja, weil sie in dem widerspricht, wonach wir alles suchen, dass wir kausale Zusammenhänge, Ursache, Wirkung, mir geht's schlecht, ich gehe zum Arzt, man findet im Labor bestimmte Parameter oder ich strenge mich an und daraufhin habe ich den Muskelkater. Das ist hier alles sehr anders. Wir haben es eben gesehen, die schlimmste Zuspitzung von Post-Covid, Long-Covid ist ME-CFS, und das hat Fauci schon sehr, sehr, sehr früh in der Pandemie beobachtet und auch laut ausgesprochen. Fauci ist der Chefberater der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde und er ist selbst Immunologe. Und diese Mutmaßung, da hat Carmen Scheibenbogen mit ihrem Team
an der Charité im Grunde die Bestätigung jetzt geliefert, erst kürzlich. Also es ist so, dass aus Post-Covid ME/CFS werden kann. Ja, dieses Bild, eine Künstlerin selbst betroffen, die auf eine eindrückliche Art auch hier die Komplexität des Krankheitsbildes zusammenstellt. Ja, und eben, was jetzt wie ein Wimmelbild, und das muss keiner verstehen, es zeigt einfach, wie komplex, wie zusammenhängend es ist und wie viele Symptome zusammenkommen. Und ja, ob es hier von den Licht- und Geräuschempfindlichkeiten, von den massiven Einschränkungen durch all vielen, vielen negativen Symptome, aber eben im Kern und eben nicht die Müdigkeit, die zwar ein ganz, ganz, und hier Obacht, eben nicht Müdigkeit, sondern die massive Entkräftigung. Und Müdigkeit sage ich, weil es immer, immer, immer wieder so genannt wird. Und es ist keine Müdigkeitskrankheit. Ja? Es ist eine maßlose Entleerung, Entkräftigung, die mit großen, großen Muskelschmerzen einhergeht. Und eine ganz, ganz wichtige Sache eben sprachlich, dass wir diese Worte, die ich jetzt leider schon wieder zu oft genannt habe, aus dem Kopf kriegen. Aber auch eben, wie gesagt, das ist nicht das Leitsymptom, das ME/CFS und auch ziemlich häufig von Long-Covid, das ist die Post-Exertional Malaise, PEM. Also die Belastungsintoleranz, die zeitverzögert eintritt. Von den vielen Symptomen, die jetzt schon genannt wurden, betreffen uns Psychotherapeuten die Brain Fog-Symptome. Ja, also das sind alles Symptome, mit denen die Patientinnen dann durch das Gesundheitssystem oder umherirren, und sie nennen Konzentrationsstörungen, sie nennen Erschöpftheit, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, und das sind alles im Grunde Steilvorlagen für die hausärztlichen Praxen, aber eben auch für die Psychotherapeuten, dass wir das als in unseren Köpfen im Grunde die großen klassischen Psychdiagnosen uns in den Sinn kommen. Ja, aber wir Behandler, aber die Betroffenen erst recht werden erleben, dass das andere Qualitäten sind. Ja? Also wenn ich zum Beispiel an die Orientierungslosigkeit denke und Patientinnen vor Augen habe, die in einem Moment, also mir beschreiben, dass sie unterwegs sind, dass sie irgendwie ihre Sachen dabei haben, auf dem Weg sich machen und auf einmal völlig, völlig der Faden abreißt. Sie nicht mehr wissen, was der Plan war, wo sie hin wollten, ja, und irgendwie gucken und überlegen und solche Anrufe bekomme ich mitunter, wo ich gefragt werde, ob wir vielleicht einen Termin hatten. Und das ist grauselig, ja, und das ist sehr natürlich angstmachend, ja, aber im Unterschied zu einer Orientierungslosigkeit, wie wir sie in anderen Krankheitsbildern der Psychabteilung sehen, eben mit diesem Phänomen, dass das dann auf einmal wieder auch weg sein kann, ja, also als ob das so ein wabernder Zustand, ein fluides Moment dabei ist. Und ähnlich bei den Konzentrationsstörungen, bei der Verwirrtheit, bei dem mangelnden Fokus. Also wenn man sich die Symptome in der Praxis genauer anhört, genauer schildern lässt, genauer miterlebt, merkt man sehr den Unterschied. Jetzt möchte ich mich mit einigen, also mit den großen hauptsächlichen Diagnosen näher beschäftigen. Das ist allen voran, das ist die häufigste Fehldiagnose bei ME/CFS und auch bei Long-Covid und auch bei Post-VAC, das ist die Depression. Ja, und im Grunde, Sie sehen hier die Gegenüberstellung, sind es letztendlich nur zwei Symptome, die augenscheinlich Überschneidungen haben. Und das ist die Fatigue, ja, und das ist die Schlafstörung. Ansonsten sind es völlig, völlig unterschiedliche Sachen. Hier eine genauere Beschreibung noch der Depressive mit der Antriebslosigkeit, der Erschöpftheit, der in einem Zustand des Rückzugs, des Gequältseins, des Bedürfnisses nach
allein sein. Er macht sich selbst Vorwürfe. Er ist voller innerer schuldhafter Themen. Er will nicht, ja, und es ist eine gequälte Ausstrahlung, ein Zustand, der nicht zu vergleichen ist mit dem, den wir bei Long-Covid-Post-Vac-ME-CFS-Betroffenen sehen, wenn wir dort an die Fatigue, also beziehungsweise an die Entkräftigung denken, die einhergeht mit einem Gefühl eines grippalen Infekts, mit Muskelschmerzen, ja, aber allen voran, dass es während die klassisch-depressiven keinerlei Bedürfnis nach Aktivität haben, sondern nach Rückzug haben, die Long-Covid-ME-CFS-Betroffenen sehr den Wunsch nach Aktivität. Ja? Man muss sie bremsen, während man die Menschen mit einer Depression eher ziehen, eher schubsen muss. Und ganz zentral, auch wenn man es schafft, also wenn ich an meine Depressionsstationszeiten denke und da mit großer Mühe dann irgendwie Einzelne oder Gruppen in Bewegung gebracht habe, war es in der Regel danach, dass sie alle sehr erleichtert, sehr glücklich, sehr zufrieden waren. Und während man bei den anderen im Grunde bremsen muss beim Vorlegen von PEM, und die voller im Grunde Lebenswille und zurück ins Leben wollen. Und wenn sie dann aber Aktivitäten machen, dann führt das zeitverzögert zur Zustandsverschlechterung. Ein Instrument in der hausärztlichen Versorgung ist dieser Fragebogen, ein Screening-Instrument, das ist der PHQ-9. Ein Depressionsfragebogen, mit dem oft schon im Vorzimmer, den man schnell ausfüllen soll. Und da ist es ganz wichtig zu sehen, dass, also hier hat dieser Fragebogen eine junge Patientin, die keinen Ticken depressiv ist, aber an Long-Covid leidet, ausgefüllt. Und sie hat einen Wert von 19, der eine fast schwergradige Depression bedeutet. Ja, und der Grund ist, dass die meisten dieser Psych-Fragebogen für chronisch-körperliche Erkrankungen nicht trennscharf sind. Also die sind nicht validiert an Patientengruppen mit schweren körperlichen Erkrankungen. Weiter geht's zur Angststörung. Da hat der Herr Stingel vorhin schon gesagt, wenn wir uns jetzt vorstellen, Patientinnen mit der orthostatischen Intoleranz, die zu den Ärzten kommen, die denen das Herz rast, die seltsamen Schwindel haben, die das nicht einordnen können, denen die Hände blau anlaufen, die Füße kalt sind, aber sie immer wieder gesagt bekommen, da ist nichts und sie sind gesund, ja, und wenn man dann noch als Patient schildert oder sagt, dass das alles Angst macht und dass man beunruhigt sei und dann hat man ziemlich rasch die Diagnose einer Angststörung. Aber auch hier, wenn wir einfach uns auch tatsächlich einlassen darauf, ja, dass das wahrhaftige Symptome sind und dass das keine übermäßige Fixierung auf den Körper ist, sondern dass wir uns klar machen, was das Virus jetzt anrichtet oder bei ME-CFS auch andere Ursachen, die derartige Symptome anrichten, wir müssen einfach den Auskünften der Patienten, deren Körpergefühl vertrauen und uns auch auf unsere klinische Expertise verlassen, dass wir Ängste, die im Rahmen einer Angststörung sehr sprunghaft, sehr nach innen gezogen, sehr tatsächlich dann übermäßig. Wir können das auseinanderhalten. Ja. Die heikelste im Grunde
Steilvorlage für all diese Patienten, die jetzt mit diesen vielen, vielen Symptomen zu den Ärzten kommen, ist die somatoforme Störung. Und die somatoforme Störung ist im Grunde dadurch diagnostizierbar, dass man mehr als 3 oder 4 Symptome schildert. Und was wir jetzt alles schon an Symptomschilderungen gehört haben, sind mengenweise. Ja? Und da reichen diese 3 oder 4 Symptome, dass die F45 dann auftaucht. Und wenn man dann noch als Patient auftritt und hier steht es in der Definition, hartnäckig fordert nach medizinischen Untersuchungen trotz wiederholter negativer Ergebnisse. Und wie Herr Stengel sagte, wenn im Grunde die relevanten neurologischen Untersuchungen nach den Small-Fiber-Neuropathien gar nicht gemacht wurden und man weiß das jetzt und fordert es ein, dann wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass man eine somatoforme Störung diagnostiziert bekommt. Und bald, also in der DSM-5 ist das schon passiert, in der ICD-11 wird es passieren, braucht es noch nicht mal mehr die körperliche Abklärung etwaiger Symptome, sondern der Behandler kann allein aufgrund seines Eindruckes des subjektiven Leiden das beeinträchtigen, die Diagnose einer somatischen Belastungsstörung geben. Ja, also es braucht keine Abklärung mehr. Der PHQ-15 ist der Fragebogen, der zur somatischen Belastungsstörung gehört. Er schildert im Grunde einfach die 15 relevantesten Symptome, die in den hausärztlichen Praxen oder in den Ambulanzen auftauchen. Und wenn man die dann ankreuzt, weil man eben Kopfschmerzen, Schwindel, Ohnmachtsanfälle, Herzrasen hat, dann hat man auch hier die Bestätigung, dass man eine somatische Belastungsstörung hat. Das ist übrigens der Fragebogen, mit der in dieser Essener Studie die Diagnostik der somatischen Belastungsstörung vollzogen wurde. Also Patienten, die dort womöglich alle handfeste körperliche Symptome aufgrund von Neuropathien, orthostatischer Intoleranz, Brain Fog und so weiter hatten, sind einfach aufgrund des anderen Konstruktes als somatoforme Störung diagnostiziert worden. Die Differentialdiagnose Neurasthenie, also im Grunde ist das die mir am häufigsten begegnende Diagnose, dass also Patienten, die, um es nochmal jetzt klar zu sagen, die tatsächlich keine psychische Erkrankungen haben, sondern mit all diesen körperlichen Symptomen in die Praxis kommen und die jetzt eine vermehrte Müdigkeit geschildert haben, die Konzentrationsschwierigkeiten haben, Gefühl körperlicher Schwäche. Ja, und Sie sehen es hier komplett aufgeführt, dass das dann alles fast automatisch zur Neurasthenie führt. Und das, obwohl hier als kleiner PS-Verweis steht, dass ausgenommen bei dem chronischen Fatigue-Symptom, also hier steht es ganz, ganz klein, die G93.3, aber diese Diagnose begegnet mir bei den Patienten und den Patienten sehr, sehr, sehr oft. Und ein Grund dafür ist auch, wenn in den Praxissoftwaren kann man Symptome eingeben und wenn man da die Müdigkeit wieder eingibt, weil ich weiß gar nicht, ob man Fatigue überhaupt eingeben kann, dann erscheint die F48. Ja, und die F48 ist mir auch jetzt zum Beispiel begegnet. Als Psychotherapeutin muss man Konsiliarberichte einholen von den Ärzten, also dass einer Psychotherapie keine körperliche Krankheit im Wege steht. Da gibt man ein kleines Attest bei, in dem man schreibt, was nach eigenem Ermessen der Patient hat. Und wenn ich da jetzt, das ist gerade die Tage passiert, ausführlich erkläre, dass ich beim Patienten keine psychische Erkrankung, sondern eine schwere körperliche neuroimmunologische Erkrankung, nämlich ME/CFS mit G93-3 attestiere, dazu schreibe, dass es eine F54, das ist eine
Das sind psychische Belastungen infolge einer schweren körperlichen Erkrankung. Und dann als Antwort ein Konsiliarbericht kommt mit der F48. Das ist schon sehr, sehr, sehr irritierend. Und im Grunde ist das das, was viele Patienten jetzt auch bei den Behandlern kennen, ja, dass sie ihnen nicht geglaubt wird, dass ihre Symptome bagatellisiert werden. Dann auch im Grunde eine doppelte Stigmatisierung passiert, sowohl gegen die psychischen Diagnosen, ja, weil das dann wie eine Art auch Resterampe passiert, ja, also dass man körperliche Symptome ausschließt und das dann psychosomatisch nennt, was auch der tatsächlichen Psychosomatik überhaupt nicht gerecht wird, ja, weil eine Diagnose einer auch somatoformen Störung erfordert eine ausführliche Anamnese, ein sich sehr beschäftigen mit der Krankheitsgeschichte des Patienten, ja, mit schlüssigen Überlegungen, wann an welcher Stelle die körperliche Symptomatik eine Art Lösung für einen inneren Zustand bedeutet, dass man im Grunde auf dieser körperlichen Ebene bleibt. Aber wenn ich jetzt an all die Patienten denke, die in jungen Jahren rausgerissen werden aus ihrem Leben, die zum Teil in Betten liegen, die im Dunkeln liegen, mit Lichtschutz ausgestattet, mit Gehörschutz, und da eine psychosomatische Diagnose überlegen müsste, also es müsste in der Biografie müssten monströse Ereignisse passiert sein, damit diese Überlegung auf irgendeine Art schlüssig sein könnte. Und das ist mir noch nie vorgekommen. Ja, und die F-Diagnosen natürlich bedeuten dann auch, dass andere Behandlungen versagt werden. Da gibt es Untersuchungen dazu, dass wenn Patienten mit F-Diagnosen auftauchen, die Untersuchungen weniger werden. Also man ist abgestempelt. Die Menschen bekommen keine Atteste, Schulkinder bekommen keine Bescheinigung. Ja, man bekommt keine weiteren Behandlungen. Und auch in den Begutachtungen ist die Situation so, dass die Patientinnen immer wieder mit der F45 und der F48 landen, was natürlich grundsätzlich Konsequenzen hat für vieles. Hier auch das Ansehen im Grunde von Long-Covid und natürlich den anderen MECFS und Post-VAC. Hier Julian Reichert, ein Bildreporter, der Long-Covid scheint mir zunehmend Long keine Lust auf Arbeit. Und das Grauseligste im Grunde an der Aussage sind diese vielen, vielen Likes, die er dafür bekommt. Ja, und der Erwiderung von Claudia Ellertner, Kollegin, Chirurgin, die ihm entgegnete, dass sie sehr, sehr gerne wieder arbeiten würde und mit ihm darüber sprechen würde. Darauf hat er nie geantwortet. Warum das alles sowieso kein Kavaliersdelikt ist, eine F-Diagnose zu verteilen, sondern warum es verheerende Folgen hat bei einem Großteil der Betroffenen, darüber möchte ich hier sprechen jetzt. Und zwar ist die PEM, also die Belastungsintoleranz, eines der drei großen Kardinalsymptome. Bei MECFS immer, also das ist im Grunde das Symptom von MECFS, aber auch bei Long-Covid sehr, sehr häufig. Und das Wichtige ist im Grunde die Unterscheidung, bei Long-Covid liegt PEM vor oder nicht, weil daraus ergeben sich sehr, sehr, sehr andere Behandlungskriterien. Zu den POTS und den Small-Fiber-Neuropathien hat Herr Stingel vorhin schon alles gesagt. Post-exertional Malaise, also die zeitverzögerte Belastungs- oder Verschlimmerung von Symptomen auf Belastung, ist völlig, völlig bedeutsam. Ja? Und Belastung jetzt zuallererst
können Tätigkeiten sein. Das können je nach Schweregrad oder Level, auf dem der Patient sich befindet, also ein schwer Betroffener, der im dunklen Zimmer liegt, der kaum noch einen Spielraum, einen Bewegungsradius hat, für den ist eine Belastung schon ein sich umdrehen im Bett oder wenn jemand in das Zimmer kommt und versehentlich das Licht anmacht oder ein Gedanke, der ihn beschäftigt. Ja, all das kann zeitverzögert, und das sind 14 bis 48 Stunden später, eine Verschlechterung der Situation bedeuten, eine Verschlechterung der Symptome, eine Verschlechterung, eine Verschlimmerung des gesamten Zustandes. Und das bedeutet, dass Symptome, die da sind, schlimmer werden können oder es auf einmal ganz, ganz neue Symptome dazukommen können, was man dann als Crash bezeichnet. Und für die, die noch im Grunde gar nicht wissen, oder auch für die unwissenden Kollegen, dass es PAM zwar irgendwie gibt, aber das zu erkennen und zu verstehen und einzuordnen, ja, weil bei dem einen ist es in einem sehr frühen Zustand ein Spaziergang, den man gar nicht als belastend, weil man sonst große Wanderungen macht, aber auf einmal merkt man am Tag danach und bringt das eben gar nicht mit diesem Spaziergang in Verbindung, dass einem die Muskeln schmerzen, dass einem die Lymphknoten anschwellen. Und natürlich, und jetzt erinnere ich an diese gelbe Folie mit diesem, man bringt es nicht mit der Impfung, mit der SARS-CoV-2-Infektion vor 2 Monaten in Verbindung. Und das ist jetzt die große Kunst für uns Behandlerinnen und die Betroffenen selbst, auf diese Kausalzusammenhänge, die zurückliegend sind, achten zu lernen. Ja, und dass es eben auch völlig wichtig nicht nur um körperliche Anstrengungen geht, sondern dieses, was wir so als psychisch bezeichnen, also ein Gespräch, ein Telefonat. Und das kann sowohl ein anstrengendes Telefonat, wo man mit einer Freundin irgendwie über Probleme spricht, aber eben auch ein sehr schönes, vergnügtes Telefonat. Ja, also das alles, was irgendwie in uns Erregung, Verstoffwechselung, Durchströmung bedeutet, ja, als sei das das, was dann zeitverzögert zu diesen dramatischen Veränderungen führt. Und das ganz, ganz auch besonders Wichtige ist, dass es nicht garantiert ist, dass das sich wieder verbessert. Ja? Also dass immer die Gefahr ist, dass die Verschlechterungen auch bleibend sind. Ein Punkt hier, also in der S1-Leitlinie Post-Covid, Long-Covid, hier ist der Part für die Hausärzte. Die Belastungstoleranz wird hier genannt. Sie sollte erkannt und Überlastung zukünftig vermieden werden. Das ist die Auflage vom 31.08. Ich hatte geschaut, Herr Korte hat in seinem Buch auch erfreulich diese Erwähnung in der S1-Leitlinie beschrieben. Aber da war die Belastungsintoleranz noch an, ich glaube, dritter oder zweiter Stelle und war auch als PAM benannt. Ja, und das hat sich jetzt in der Überarbeitung vertauscht und die psychosomatische Grundversorgung ist nach oben gerutscht. Und die psychosomatische Grundversorgung trägt gleichfalls zu diesem, Unglück, was jetzt vielen widerfährt, bei, weil die psychosomatische Grundversorgung ist eine im Grunde sehr, sehr, sehr wichtige und gute Idee für unser Gesundheitssystem gewesen, dass Hausärzte die Möglichkeit haben, den Patienten Zeit, Gehör zu schenken, bekommen dafür eine bessere Vergütung, also für die sprechende und zuhörende Medizin. Aber es bringt mit sich, dass sie eine F-Diagnose vergeben müssen. Ja, und wenn das jetzt bei Post-Covid ziemlich hier oben ist und man vielleicht bis da unten gar nicht mehr liest, dann bedeutet das eine F-Diagnose mit der entsprechenden Konsequenz. Ich schaue auf die Uhr und mache, glaube ich, ein bisschen schneller. Die Belastungsintoleranz
Kann man in der Praxis, sowohl in der psychotherapeutischen als auch in der hausärztlichen, mit einem Handdynamometer messen? Das ist ein Paper auf der Charité, ein Protokoll, da gibt es Normwerte, da können Sie das eintragen. Und zwar ist der Effekt, dass man den Patienten 10-mal die Handkraft messen lässt, eine Stunde wartet. Und nach einer Stunde ist bei von PEM betroffenen Menschen die Handkraft nicht die sie vor einer Stunde war, während wir uns als nicht von PEM Betroffenen da schnell erholt haben und die gleiche Kraft. Also das ist im Grunde eine objektivierbare Möglichkeit, auf PEM zu achten. Auch gibt es einen kleinen Fragebogen, an dem man dann mit einer gründlichen Anamnese gepaart PEM auf die Spur kommen kann. Ja, was bedeutet PEM? Dieses sich immer weiter nach unten bewegen können, gepaart mit dem Moment, dass man es den Patienten in der Begegnung in der Regel nicht ansieht, dafür ist es von unglaublichem Wert gewesen, dass Marina Weißband sich vor 1,5 Jahren als an ME/CFS erkrankt geoutet hat. Und sie gibt im Grunde all denen ein Gesicht, die vor den Ärzten, vor der Welt, vor Angehörigen stehen und glänzend elaboriert sprechen, gut aussehen. Ja, aber sie hat es hier erläutert in einem Tweet, dass sie jetzt am Abend noch in der Talkshow und eben keiner denkt, dass sie eine schwere Krankheit hat und dann nach Hause geht und selbst schon ankündigt, dieser Auftritt wird teuer werden. Und sie zahlt nicht nur den Preis, dass sie crasht, ja, sondern sie zahlt auch den Preis, dass sie riskiert, wohlmöglich das alte Level überhaupt nicht mehr zu erreichen. Also eben wie diese Kugel an Level zu verlieren. Ja, und sie gibt damit auch ein Gesicht all jenen, die überhaupt nicht in den Praxen auftauchen werden, weil die in ihren Zimmern liegen. Das hier ist Dejan Lauber, dieses Video zeige ich nur mal. Das ist ein kleines Video, wo er aus seinem Alltag berichtet als Schwerstbetroffener, der im Grunde in dem Zimmer ist. Ärzte kommen da nicht hin, keiner sieht diese Menschen und ich sehe die in meiner Praxis per Video, das sind manchmal nur wenige Minuten, die wir einander sehen. Da geht es um Kontakt, um überhaupt noch irgendwie gesehen werden. Aber wenn ich da irgendwie noch in solchen Momenten daran denke, dass es Kolleginnen gibt, die die Idee haben, das ist eine psychosomatische Erkrankung, da fällt mir wirklich nicht mehr viel ein. Und weswegen diese Post-Exertional Malaise mit dieser schrecklichen Dynamik der Zustandsverschlechterung so enorm wichtig ist, hier nochmal der Bell-Score, das ist der Versuch einer Operationalisierung von 190, man wird es den Leuten nicht anmerken, die gehen zum Teil arbeiten, aber vielleicht in diesem Zustand zwischen 90 und 60, dass es den Menschen noch selbst überhaupt nicht bewusst ist. Ja? Also sie arbeiten, sie merken nach der Arbeit, sie müssen sich schnell hinlegen, sie haben weniger Kraft, aber sie versuchen im schlimmsten Fall mit dem Wissen, das wir jetzt haben, sich doch ein bisschen aufzutrainieren, dagegen zu arbeiten. Aber es wird immer, immer, immer schlechter. Ja? Und Marina Weißband beschreibt sich selbst ungefähr hier bei 50, Dejan Lauber wird zwischen 10 und 0 liegen. Ja, also dass es unser aller Verantwortung ist, uns und andere davor zu schützen, dass das immer weiter bergab geht.
Das genau passiert nämlich in den Rehas, die so ausgerichtet sind, wie sie schon immer ausgerichtet waren, nach Reha vor Rente, nach wieder auf die Beine bringen. Auch da habe ich einige Patientinnen inzwischen, die dieses Schicksal erlebt haben, die in die Reha mit, die einen mit Hoffnung und ahnungslos und der Zustand sich massiv verschlechtert hat, weil da eben das passiert, ja, dass man mobilisiert wird, dass man aktiviert wird, dass die Leute crashen, dass das nicht verstanden und erkannt wird. Also hier ist eine komplett neue Ausrichtung nötig. Und die Gefahr der vermeintlich neuen Ausrichtung, die ist im Moment zu beobachten, dass eben Belastungsintoleranz, also PEM, zwar auf den Fahnen steht, aber gepaart mit Ergometertraining, Laufband, Gehtraining, also dass außen das Richtige steht, aber innen nicht das Richtige passiert. Und auch wenn hier und dort man dann mit irgendeinem Kollegen spricht, der sagt, ja, wir machen's, dass es eben immer noch das Personal ist, das viele Jahre, Jahrzehnte das gemacht hat, was sie gut können und was für all die Menschen ohne Belastungsintoleranz auch weiter das Richtige wäre, die Mobilisierung, das Schubsen, das Motivieren, aber eben nicht für die von PEM Betroffenen. Also wenn PEM keine mobilisierende Reha. Und wie viele Patienten da auch voller Angst diese Bescheide bekommen, die wissen, dass sie Post-Exertional Malaise haben, aber ihre Einladung in diese Reha-Einrichtung jetzt bekommen. PEM, Pacing und Psychotherapie. Pacing hat Herr Stingel auch vorhin angedeutet, im Grunde die Idee der Vermeidung eines Crashes. Also man hat die Belastungsintoleranz und versucht, diesen Abwärtsweg der Verschlimmerung zu verhindern. Eine Faustformel gibt es. Es ist im Grunde so ein ganz, ganz grober Orientierungswert. Diese 200 Pulsschläge minus Lebensalter mal 0,6. Aber das ist eine sehr, sehr, sehr grobe Faustregel. Ja, im Grunde geht es um eine hochindividuelle Ideallinie einer Belastung, die man nicht überschreiten sollte. Ja, also, und was dennoch passiert, weil es ist, als müsste man zwischen zwei unsichtbaren Autos permanent einparken und man hat so wenig Orientierung, wenn man es überhaupt weiß. Aber auch die alten Hasen, die wissen, dass sie pacen müssten, denen passiert das im Grunde immer wieder, dass sie sich überlasten, ja, und crashen, dann hier unten versuchen zu regenerieren und hoffentlich wieder in diese Linie zu kommen. Was passiert? Das sind die Herzfrequenzvariabilitäten bei einem von MECFS ziemlich schwer betroffenen jungen Mann, der diese Werte gemessen hat an einem relativ guten Tag mit Aktivitäten, also in Anführungszeichen, das heißt in der Wohnung mal ein paar Schritte machen, vielleicht ein kleines Telefonat führen. Und so schafft er es hier ziemlich vegetativ, herzfrequenzvariabilitätsmäßig in diesem Bereich zu bleiben. Und während das die Stresswerte an einem Tag, und das ist das Besondere und das Wichtige, nach einer Belastung ist, also an einem Tag ohne jegliche Aktivität. Und das sind all diese höllischen neuroinflammatorischen Prozesse, die dann in den Betroffenen toben. Und was eben bedeutet, dass dieses hier runter, unterhalb dieser Belastungsgrenze, das PEM-Brechen, nicht irgendwie einen auf der Couch sitzen und irgendwie ein bisschen warten, bis es dann wieder besser geht, sondern das sind quälende Zustände und die natürlich riesige Angst machen, weil man eben nicht weiß, ob man überhaupt wieder das vorherige Level zurückgewinnt.
Also Pacing ist eine enorme, enorme Anforderung an die Betroffenen. Es ist kein irgendwie Achtsamkeitsmodul, kein irgendwie den Puls messen und drunter bleiben, sondern das ist eine komplette Umstellung des Lebens. Es betrifft oft sehr, sehr junge Menschen, die auf alles im Grunde plötzlich verzichten müssen, alles streichen müssen, was die eigene Identität, den eigenen Lebensplan ausmacht. Das sind junge Menschen, die ihr Studium abgeschlossen haben, die Familie gründen wollen, die ins Leben wollen und die jetzt ja sehr, 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 sehr kleine Brötchen backen lernen müssen. Pacing bedeutet auch ein, ja, und jetzt bin ich im Grunde auch schon in meinem psychotherapeutischen Bereich, also ein feines, dauernd antizipatorisches Abwägen, ob ich ja zur Einladung, zur Familienfeier, zum Wunsch der Partnerin, einen kleinen Spaziergang zu machen, sage und weiß im Grunde, es wird einen Crash auslösen, oder erlaube ich mir das Nein und ich crashe dann in meinem Zimmer, weil ich mich wieder hundeelend fühle, weil ich wieder jemanden enttäuscht habe. Also man ist permanent in einem inneren Abwägen, in einem Verzichten und da auch als nur als Gedanke eben, wie schrecklich das auch für die Kinder ist und für die Jugendlichen, die pacen müssen, ja, die zuschauen müssen, wie vor dem Fenster, wenn sie überhaupt ans Fenster kommen, das Leben stattfindet, die Geschwister draußen sind, die Schulkameraden draußen sind und sie ja, verzichten müssen, wo sie überhaupt noch nicht begonnen haben, irgendwie zu leben. All das, also Long-Covid, Post-Vac, MECFS und Pacing bedeutet Begrenzung, Selbstbeherrschung, Verzicht, Frustrationstoleranz, Isolation, Einsamkeit, was alles ein großer Grund ist, Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Und zwar ganz, ganz, ganz wichtig, nicht aktivierende. Ja, also und zu im Grunde sind alle die Verfahren, die wir herkömmlich kennen, dazu zählt die kognitive Verhaltenstherapie, ganz zu schweigen von GAD, aber auch die tiefenpsychologischen Verfahren haben alle im Grunde den Geist, das wieder auf die Beine bringen, an die Konflikte ran, zu konfrontieren, zu exponieren. Ja, und das auch für die Psychotherapeuten eine ganz, ganz, ganz andere Frage sich jetzt hier stellt. Also es ist eine andere Haltung, im Grunde eine Pacing-Haltung auch für die Psychotherapeuten und das ganze Setting verlangt. Hier noch natürlich können all diese Themen auch Depressionen, Angst, andere psychische Störungen entstehen lassen, wieder aktivieren oder verstärken. Ja? Hier auch nochmal der Gedanke zur Psychotherapie, eben, dass es ein völlig anderes Setting ist. In den allerwenigsten Fällen sehe ich Menschen in real. Das schaffen die nicht. Die sind gecrashed, wenn sie in der Praxis sind. Wenn sie die Treppen hochkommen müssen, dann tue ich ihnen nichts Gutes. Es sind sehr individuelle Sitzungszeiten. Die Längen sind unterschiedlich. Die Frequenzen, das ist auch hier ein Abwägen, wann kann ich mir einen nächsten Termin leisten, weil auch das, was in der Regel gut tut, eben gut kalkuliert werden muss, weil es letztendlich auch schadet. Kurzfristige Absagen sind selbstverständlich möglich, auch der Abbruch beziehungsweise das selbstfürsorgliche Beenden der Sitzung, aber auch, dass ich als Psychotherapeutin da helfe und das im Blick behalte, dass jemand nicht, weil er unbedingt noch etwas sagen will, crasht. Und mit vielen geht eben einfach die Kommunikation überhaupt nur noch per E-Mail. Ja, bei PAM keine aktivierenden Therapien und ganz wichtig bei Doppeldiagnosen, also wenn man beides hat, wenn man depressiv ist und
Long-Covid mit Post-Exertional Malaise, dann ist Pacing first. Ja. Ja, solange wir noch keine wirksamen Therapien haben, ist der Verschutz unserer Patienten, unserer Angehörigen, unserer Mitmenschen vor Verschlechterung im Grunde das legitime Ziel, weil es viel leichter ist, den Menschen im Moment durch die ambitionierten Therapien Schaden zuzufügen, also ihren Zustand eher zu verschlechtern als irgendwie zu verbessern. Ja, vielen Dank. Ja, super. Danke, Tina. Das war sehr klar und ich glaube, wir haben viel gesehen, wo das Problem liegt, zumindest zum Teil. Ich habe vielleicht gleich dazu eine Frage zu den Hausärzten. Denen bekommt ja doch eine ziemlich wichtige Rolle zu, weil sie ja sozusagen die Ersten sind, bei denen die Patienten in der Regel aufschlagen. Und ich stelle mir jetzt mal gleich die Frage, wie bekommt man die denn ins Boot und vermeidet, dass man die Polarisation da nicht weiter treibt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten davon das nicht aus Boshaftigkeit tun, was sie da tun, sondern wahrscheinlich eher aus einer Unklarheit heraus. Und da sind wir ja alle nicht besonders gut im Umgang mit Unklarheiten oder was wir nicht verstehen. Was meinst du, wie man da am besten vorgeht? Wie siehst du die Sache? Also ich war schon total bestürzt und hoffe, das verändert sich jetzt nochmal in den Leitlinien. Ja, also auch wenn das jetzt nicht das Ding ist, in dem dauernd irgendwie unter völligem Zeitdruck die Kollegen noch reinschauen können. Aber wenn in den Leitlinien, wie es vorher war, an vorderster, prominenter Stelle das Thema Post-Exertional Malaise, Belastungsintoleranz, und es ist einfach eine hochbedeutsame Symptomatik und die im Grunde präventiv so wichtig wäre zu wissen. Also es ist Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ja? Also wo über Long-Covid gesprochen wird, bei MECFS sowieso, bei PostVac muss PAM benannt werden und die Menschen müssen damit vertraut werden, weil im Grunde findet man es auch nur, wenn man danach sucht. Ja? Also keiner kommt und sagt mit feiner Beobachtung, dass er diese Symptomatik kennt. Aber wenn jetzt immer mehr auch vielleicht durch heute Patienten, Menschen das bei sich beobachten, dass sie sich bei der Charité die Papers runterladen von Frau Scheibenbogen über Post-Exertional Malaise, dass sie auf den Homepage der Long-Covid-Gesellschaft, der MECFS-Gesellschaft, sich diese Dinge runterladen, sich vergewissern und auch zu den Hausärztinnen gehen und mit diesen Papers konfrontieren. Ja. Also Aufklärung, es muss sozusagen durchdringen irgendwie in die Community. Ich habe noch ein anderes Gedankenexperiment als Frage formuliert. Also angenommen, man hat die Diagnose gefunden, also alles läuft optimal in gewisser Weise unter den Bedingungen. Und man ist eingestellt, man ist medizinisch so gut versorgt wie möglich. Wie wichtig wird dann sozusagen die Psychologie oder die Psychotherapie? Weil ich denke mir, die Realisierung einer Krankheit zu erkranken, die unklar ist, bei der man nicht genau weiß, was in einem vor sich geht, wo man nur Symptome behandeln kann bisher, soweit ich das verstehe, die auch sozusagen gesellschaftlich irgendwie eine Zerreißprobe darstellt, wie du ja sehr schön gezeigt hast in dem Tweet von den Kollegen. Welche Rolle bekommt da dann die Psychologie oder die Psychotherapie deiner Meinung nach? Also wenn die Bedingungen sozusagen optimal sind von der medizinischen Seite. Also diese Vision, die
habe ich immer wieder, ja, und das ist im Grunde die, worum es eigentlich ginge und gehen müsste, weil das, was mit den Menschen, mit den Betroffenen passiert, ist ja eine permanente eben von dem, was einem eigentlich ausgemacht hat, ja, also die eigene Identität, die auf der Beruf, die Freunde, die Hobbys, all das ist, und das zu verlieren und im Grunde sich eine womöglich völlig neue Identität aufzubauen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es auch ein bleibender Zustand ist, ja, und man so viel verzichten muss, spätestens dann ja, ist es sehr, sehr, sehr sinnvoll, da auch sich psychotherapeutisch begleiten zu lassen. Aber auch in dieser Phase, wenn man jetzt alleine, es heißt, viele, viele Wochen oder Monate sich sehr zusammenzureißen, dem zu widerstehen, dass man im Grunde ob von Angehörigen, Freunden, Ärzten doch immer wieder, versuchen Sie es doch mal und gehen Sie doch mal einen Schritt voran und reißen Sie sich dann doch mal zusammen. Ja, und da stark zu bleiben, Nein zu sagen, obwohl man doch nichts lieber will, als das zu machen, und da sich im Grunde auch wie Schutz zu suchen, ja, dass man da bei sich bleibt und sich nicht verführen lässt in diese Abwärtsspirale. Auch da, ja, finde ich Psychotherapie sinnvoll. Sehr gut. Okay, glaubst du, dass die Patienten, dass es denen klar ist, dass dass Telemedizin und Sachen dergleichen, du hattest es an einem deiner letzten Folien, tatsächlich eine Option ist, weil das ist ja doch etwas, was wir jetzt erst seit der Pandemie so richtig kennengelernt haben? Ist das, ob das den Patienten klar ist? Ob es den Patienten klar ist, dass sie darauf zurückgreifen können, dass das tatsächlich auch eine wirkliche Form von Therapiemöglichkeit ist, wenn sie ihre Wohnung nicht verlassen können, zum Beispiel. Ich hoffe, wobei bei den Psychotherapeuten ist das leider gedeckelt. Also es hat viele berufspolitische Gründe auch, ja, aber dennoch würde ich mir da so wünschen, dass es eben genau für chronisch Kranke, für Menschen, die nicht aus ihren Wohnungen können, diese Möglichkeit gibt. Aber die gibt's und die kann jeder Kassenpsychotherapeut und auch die anderen anbieten. Ja. Gut, super. Bettina, vielen Dank nochmal, dass du hier warst. Es ist kurz vor 19:30. Ich lasse jetzt auch dich gehen, dein restliches Abendprogramm nachgehen. Es kam noch viel Lob übrigens für alle Sprecher, auch für dich. Das hat den Leuten anscheinend sehr gut gefallen, wurde gut aufgenommen. Ich würde dann ganz kurz noch gerne zusammenfassend was sagen, ein ganz kurzes Schlusswort geben für das zweite Symposium hier. Zum einen kann man, denke ich, wieder aus beiden Symposien eine klare Botschaft mit nach Hause nehmen. Herr Korte hat es auch klar gesagt. Ich denke, es ist selbstverständlich, nehmen Sie Infektionen nicht auf die leichte Schulter, sondern verhindern Sie sie. Und wenn Sie schon mal eine hatten, dann verhindern Sie die nächste. Denn je länger wir ausharren, desto besser werden hoffentlich, denke ich, die Chancen, dass Ihnen die Medizin auch helfen kann, wenn es dann doch schief geht. Wir wissen bei Weitem zwar noch nicht sehr viel, aber wir wissen täglich mehr und immer mehr wissen mehr. Und ich hoffe, dass das auch jetzt heute geholfen hat, dass mehr wieder mehr wissen. Und wie man sich schützt, das steht in den 5 Pfeilern, die wir im letzten Symposium besprochen haben. Und Links dazu auch auf die WHN-Seite, wo die nochmal beschrieben sind, Typ Masken und so weiter, finden Sie hier unten in der Erklärung. Wir haben aber, glaube ich, noch eine zweite Botschaft, finde ich zumindest, die ich mitnehme, die dieses Thema Diskussion rund um Long-Covid gegeben hat, nämlich die ist mehr für die Forschung und die Medizin. Und indem sie nämlich ein ganz grundsätzliches, finde ich, fast menschliches Problem adressiert, nämlich wir Menschen verstehen gern, das kennen wir alle, und geben ungern zu, wenn wir nicht verstehen. Und in diesem Falle tappen wir alle, also nicht nur allein Politiker oder auch Journalisten, sondern natürlich Wissenschaftler und auch Mediziner, und zwar tagtäglich. Und das zum Teil auf höchstem Niveau, wo es nicht so leicht zu erkennen ist. Ein Problem, das man, glaube ich, fast nur unterschätzen kann. Im Übrigen auch, um auf Herr Kortes letzte Folie zu verweisen, sowas Ähnliches hat auch Max Planck schon mal gesagt.
Bei Medizinern ist das Problem halt nur noch dadurch erschwert gegenüber Naturwissenschaftlern, dass da als Autorität während einer Krankheit aufgesucht wird. Der Wunsch nach einer Lösung, sogar nach einer schnellen Lösung, wenn möglich, ist damit natürlich verständlicherweise noch viel größer als bei uns Naturwissenschaftler, ja, wie zum Beispiel ein Physiker, der sich mit schwarzen Löchern beschäftigt. Wir sollten die Gelegenheit dazu aber jetzt mal nutzen, den Umgang mit Unklarheit und Ungewissheit zu üben. Das haben wir jetzt mehrmals machen müssen in der Pandemie, müssen wir jetzt, glaube ich, wieder. Denn nichts wird das Unverständnis so gut konservieren wie die Illusion, dass man es versteht. Von daher besten Dank für Ihr Durchhaltevermögen, für alle, die jetzt noch dabei sind. Bleiben Sie uns gewogen, wir kommen wieder. Bleiben Sie vor allem gesund. Und von hier, in meinem Zuhause, in Ihr Zuhause, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.